Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist der Andi, ich bin der Bene. Zusammen sind wir Gamecoding, Freunde. Wir waren eben schon mal live. Ja. Ich habe eben schon einen Hund vergewaltigt. Und Andi hat Spieler vergewaltigt. Und zwar ich hab's versucht. Und du in Red Dead Redemption. Ja. Das war irgendwie ganz lustig, so zwei verschiedene Spiele zur gleichen Zeit spielen. Das war ein bisschen tricky. Also für mich war das okay. War ja schon fast irgendwie eine andere Kategorie bei Twitch. Dann nicht ein spezielles Spiel, sondern wie heißt das hier so, Let's Talk oder sowas, weil wir zwei verschiedene Dinge gemacht haben. Ja. War aber ganz cool. Mir hat es gefallen, vor allen Dingen, weil ich ein Spiel spielen konnte, was ich mir Spaß macht, und er ein Spiel konnte, was ihm Spaß macht. War eigentlich ganz geil. Ja, ich kann das noch gar nicht so genau beurteilen, ob mir das Spaß macht, aber es war halt mal was Neues. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's weiter mit FIFA. Und zwar FIFA in der NGL. Und zwar direkt fängt das Topspiel an. Erstplatzierter gegen Zweitplatzierter. Und Erstplatzierter ist Buffalo Gaming. Und die versuchen da gegen Supernova ihren Platz zu verteidigen. Und Supernova versucht natürlich auch, hier sich den ersten Platz zu schnappen. Bin ich mal gespannt, ne, wie das ist. Also man sieht ja bei Pro Club, muss man sagen, spielt ja 11 gegen 11. Also 11 reelle Spieler gegen 11 reelle Spieler. Und da passieren manchmal ganz komische Dinge. Ich bin gespannt, was da so passiert. Wobei ist es hier, es ist nicht die erste Liga NGL. Und da ist es, glaube ich, erlaubt, mit 8 oder mit 9 Spielern nur zu spielen. Einer darf dann die Rest spielen. Ich glaube, es müssen mindestens 8 Spieler sein. So hatte ich das verstanden. Okay. So, und der eine spielt dann halt die restlichen, was sind das dann? 4. Ne, 7 spielen und der eine spielt dann 4. Ja, müsste eigentlich genau so sein. Ja, aber das heißt, sie könnten auch mit 11 spielen, genau, aber sie müssen mindestens mit 8 antreten. Aber bei der Liga 1 NGL ist es ja so, du musst 11 einzelne Spieler haben. Das sehen wir ja bei unseren Freunden von den New David Esports. Ne? Richtig. Das ist schon krass, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall. Aber Buffalo Gaming kennen wir ja auch schon. Ja. Die hatten wir nämlich gesehen, und zwar in der CEL. Genau. Ja, und da haben sie ja schön reingehasselt. Also da war ein gutes Gameplay am Schlüssel. Das heißt, es wird ein gutes Spiel. Sind die nicht auch Erster geworden? Ich meine, Buffalo Gaming ist sogar noch Erster geworden, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wenn wir falsch liegen, rügt uns und sagt uns Bescheid, aber ich glaube ja. Gute Frage, ich weiß es nicht. Gute Frage, nächste Frage. Wir sehen ja jetzt schon, also wir haben jetzt schon den Bildschirm auf, wo die sich gerade einspielen. Mhm. Und das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich auf uns wartet. Da geht's wann los, genau? Jetzt habe ich einen Hall. Ja.
Also wir hören uns wieder selbst, genau. Es geht um 20.30 Uhr los. Es wurde ja verschoben von 21.30 Uhr auf 20.30 Uhr, weil das andere Team sonst nicht kann. Das heißt, wir haben das Topspiel um 20.30 Uhr und um 20 Uhr ein weiteres Ligaspiel. Und zwar, da kann ich auch schon sagen, gegen wen es geht. Und zwar geht da auch Buffalo Gaming gegen FC Galaxy Steinfurt 2013. Das hast du mich ein bisschen verwirrt. Ja. Du hast gesagt, 20.30 Uhr ist das Topspiel. Genau. Und wann kommt was anderes? Und um 21 Uhr gibt es ein weiteres Ligaspiel. Okay, ich habe 20 Uhr verstanden. Ach, Entschuldigung, habe ich vielleicht auch gesagt, ich meine 21 Uhr. Okay. Dann passt. Könnte passiert sein. Jetzt hört ihr das Echo auch. Eklig. Danke. Und das ist wirklich interessant. Das heißt, da müssen wir mal gucken, was das ist. Ihr dürftet es nämlich eigentlich gar nicht hören. Das heißt, stopp. Mann. Jetzt müsste das Echo sozusagen weg sein. Moin, moin, Lucky. Ah, bitte zum Mod machen. Ah ja, das mache ich doch sofort. Jetzt müsste das Echo weg sein. Ist das richtig, was ich sage? Buffalo, Alaba. Lucky ist ab jetzt Mod. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, herzlich willkommen. Das freut mich. In der Mod-Familie. Ist das Echo jetzt weg? Hab ich es richtig gemacht? Hab ich es wegbekommen? Echo. Hallo. Hallo, ich bin's. Ich vermute mal, dass es jetzt weg ist. Das ist total schade, was heißt, ich weiß nicht, woran es liegt, warum wir da ein Echo drauf haben. Ich höre dich so generell gut. Also ich höre dich auch jetzt gut. Ja, das ist, wenn wir was anderes drauf haben, hörst du mich nicht mehr. Aber daran darf es nicht liegen. Also wir haben irgendwo hier eine Misseinstellung, die dazu führt. Ein Mismatch. Aber ich weiß nicht genau was, weil eigentlich dürfte... Ah, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Nö. Ist alles eigentlich richtig. Naja, das können wir uns ja dann immer schade. Noch mal angucken. Jo, das kein Echo mehr. Das ist schade. Das ist total schade. Aber dann ist das so. So, also, wir haben jetzt zwei Top-Matches, die werden lustig sein. Wir haben jetzt 20.15 Uhr, das heißt, es geht in 15 Minuten los. Aktuell wird schon gespielt. Man spielt sich aktuell warm. Da sucht man jetzt gerade das nächste Match, so wie es aussieht. Da können wir natürlich reingehen und können mit euch mal zusammen gucken, wie sich hier warm gespielt wird. Ich muss aber trotzdem nochmal sagen, der Hintergrund gefällt mir immer besser. Also von Mal zu Mal, je mehr wir hier machen, desto mehr passiert. Guck mal hier oben, hat sich leicht versteckt ein Link. Hallo. Bei meinem guten Triforce-Zeichen. Hat sich leicht versteckt ein Link. Hinter uns dann auch die ganze Gamepalette voll. Da muss man auch noch Licht hin, damit man überhaupt erkennt, dass da was drin ist. Ja. Aber es wird. Ja. Es wird. Mach doch ein bisschen Musik an. Ja, ich mach die Musik schon mal an. Ich mach's jetzt aber, bevor ich sie anmache, direkt ein bisschen leiser. Weil die ist sonst wieder zu laut. Jetzt dürfte sie aber eigentlich ganz okay sein. Dann haben wir ein bisschen Musik dabei. Wir könnten das während des Spiels auch machen. Das können wir uns überlegen. Aber auch hier wird mich wieder interessieren, wie die Lautstärke ist, was die User hören. Mein Problem ist, ich sehe hier die Abmischung. Ja. Ich glaube aber, dass dieses Programm alles lauter mischt und rausgibt an die Leute. Und das weiß ich halt nicht. Und ich finde halt hier auch leider die Audio-Einstellungen nicht. Das ist nämlich nicht... Ich kann es mir, glaube ich, auch nicht anzeigen lassen. Das ist mein Problem. Das ist schade. Das hört sich. Aber ja. Die Jungs sind 11, ne? Ich sehe das hier gerade. Sind wirklich 11 Leute. Sie spielen zu 11, das ist natürlich abgefahren. So soll es ja an sich auch sein, aber trotzdem, das ist natürlich ziemlich abgefahren. So kann ich mal. Ah, guck mal hier. Schöne Grüße aus dem Krankenhaus. Alter, dann gute Besserung, mein lieber Sir Bosnia. Das sind Fijosi. Meine Jungs machen das schon. Buffalo, beste Mannschaft. Let's go, der Hase. Dustin, Herz direkt rein, ne? So, yeah, Buffalo Gaming Forever. Ich sehe schon, Buffalo Gaming hat schon, hier holt schon ihre Leute rein. Macht ja Sinn. Nicht wahr? Könnte Sinn machen, meinst ihr du? Ihr saftigen Mäuse. Gucken wir doch mal, wie es generell bei Twitch so mit FIFA aussieht. Ich hoffe, hier ist stumm, ja. Wie so FIFA gestreamt wird, habe ich ja noch keine Erfahrung. Ach du, okay. Also bis wir da mal einigermaßen oben zu sehen sind, dauert noch. Was macht er denn da? Erst die Currywurst. Ja, was ist da los? Hier, dauert. Da gucken schon ein paar Leute zu eigentlich. Gucken wir nicht bei mir, bei uns, das ist die Frage. Nee,
Servus! Da werde ich mal eine Anzeige rausschalten, Freunde. Da ist die Anzeige bald mal raus. Ihr, der Bosnier ist morgen wieder aus dem Krankenhaus raus. Das sehr ist gut. So. So muss es sein. Das ist gut so. Einen schönen Advent euch allen. Stimmt, wir haben den ersten Advent. GBB Gaming TV. Ich kann nicht lesen, was du da machst. Ach, du kannst das alles nicht lesen. Ich nicht. Kannst du das nicht anmachen? Ich kann nicht dribbeln schon mal, befeuern. Und da das unser Spielmatch wird, leider nicht. Dann machen wir das nächste Mal über meinen. Chef der Schwätzer möchte den Yannick kennenlernen. Ihr macht das. Oh, das hört sich auf jeden Fall falsch an. Aber gut. Macht, was ihr machen wollt, das ist euer Ding. Und wir werden euch da nicht im Wege stehen. Jetzt mal, ob hier noch irgendwas steht. Nö, ich bin zu hübsch, schreibt er, glaube ich. Also das war weggekorbt einfach. Du hast den einfach weggekorbt. Ah, jetzt höre ich auch, was du meinst. Ich rasiere Marcel. Ich bin Fanboy. Ja, das ist okay, Digga. Ja, wunderbar. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Aber das ist natürlich sehr interessant. Ja, bitte. Nein. Haben wir keine Zeit für. So, hinter dem Krankenhaus ist echt schnell. Lebt bei mir leider immer wieder alles. Ja, das ist scheiße. Nicer Boy, vielen Dank für dein Hosting. Das könnt ihr natürlich alle raushauen. Macht mal ordentlich Werbung dafür. Das ist euer Match hier. Wir werden das kommentieren, begleiten. Wir freuen uns schon drauf. Dumm Geschwätz ist safe. Dumm Geschwätz ist safe. Aber bestimmt auch spannendes Geschwätz. Ja. Mit dumm Geschwätz gepaart. Ja. Das kriegen wir hin. Ich kann es wirklich nicht lesen. Ich bin so lost. Kannst du auf die andere Seite packen? Da? Oh, ist das da steht? Nee, ne? Bei dem nicht. Dann RIP. Schade für dich, egal, ne? Egal, dann redet der Andi ein bisschen mit euch. Schade für dich. Ich sehe dann einfach nur hübsch aus. Ja. Ja. Miriam. 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 Also es gibt auch deutsche Namen. Miriam, vielen Dank für dein Hosting. Miriam ist auch schon lange bei uns mit dabei, ne? Ja. Lange, lange am Start. Streamt auch selber viel Rainbow, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da habe ich immer mal ein bisschen zugeguckt. Genau. Ich auch. Vielen Dank für dein Hosting. Uns freut das sehr, dass wir auch immer lang oder Zuschauer haben, die auch schon lange zugucken. Ist cool. Macht ja auch Sinn. Gefällt mir. Ist ja auch gut, ne? Ist ja auch gut, ne? Wir ja. Chef der Schwätzer, seitdem ihr mich gelobt habt, bin ich scheiße. Okay. Wird interessant. Maxi, vielen Dank für dein Follow. Maxi knallt den Käse von der Pizza. Bam, bam. Oh, weißt du, wie viel Bock ich jetzt auf eine Pizza hab? Echt? Ja. Hallo, Tim. Du meinst also, hier soll noch unser Pfeilschild hin? Wäre schon ganz cool, ne? Ja, könnten wir da noch hinmachen, ne? Wunderschönen Abend, Gewehr, schreibt da jemand, ich kann es nicht lesen. Ist das hier ist gerade was drüber gelangt, leider. Ja. XL Yayu. GBB Gaming, vielen Dank für dein Hosting. Dankeschön. Einen wunderschönen Abend, die Herren, einen wunderschönen Abend zurück. Wir oha, königlicher Sie. Besuch, schreibt Sir Bosnia. Oha. Oha. Wer ist denn hier königlich? Wir. Achso, ja. Oh. Salut. Salut. So, wir warten, bis hier weitergeht. Wir gucken auch mal bei einem Warmspiel-Match zu. 9 Minuten sind noch, aber ich glaube, das reicht denen nicht. Darmspiel? Warmspiel. Du kannst... Timmy! Vielen Dank... Genau, Timmy! Timmy! Danke für dein Follow. Und auch vielen Dank, Sir Bosnia, für dein Follow, was ihr noch gar nicht wisst, wir schon ich und euch jetzt Tim. Angezeigt wird. Guck mal hier, als hätte ich sie aber mit perfektem Timing. Ich habe das Gefühl, du bist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. So, ich hab echt Bock. Echt? Ich hab richtig weißt hart du, was Bock auf FIFA. Ich hätte? Waschte Brot. Idiot. Nimm dir deine Xbox, Alter. Steig auf den dich Punkt, den bitte Spring runter, weg. Alter. Kannst du mir einen Gefallen tun, ja? Häng dich bitte weg. Ja. Mach das, was du am besten kannst, nämlich nix. Danke dafür, Merkel. Freunde. Ach, der Andi und ich. Das ist Liebe auf Liebe, den dritten Blick gewesen. Genau. Liebe auf bis heute noch kein Blick, ne? Zwei Tore. XL Yayu, vielen Dank auch für dein Follow. Ins eigene schreibt Maxi. Ja, also die werden viele Tore aber ins eigene Tor schießen. Das, ja, das kann kannst du machen. Ich kommentiere das genauso, als wäre es das gegnerische Tor. Bruder, ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Ah, ja, jetzt geht's wieder.
Wenn der Spiel auf 24 Uhr verlegt wird, kann ich super gucken, dann ist das Datenvolumen für den Monat wieder frei. Warum denn erst zum 3.? Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht. Da ist doch Lost. Da ist doch alles. Warum denn nicht zum 1.? Da musst du mal Aldi Talk anrufen, Digga. Und dann musst du sagen, oder Iran TV, oder musst du sagen, hier, so geht's nicht. Hat er nicht. Bruder, ist so nicht, ja? Ayildiritz heißt das oder so. Ayildirim. Ich weiß nicht, aber du kannst dein Mikro wieder nochmal ein bisschen. Mach ich aber nicht. Könnt ihr mich eigentlich gut verstehen oder muss ich ein bisschen lauter sprechen? Ich kann auch schreien. Nee, ich glaube, aktuell bist du. Andi mag's nämlich ganz gerne, wenn ich ein bisschen schreie. Nee. Du bist 4 Köpfe kleiner. Wer? Als was? Also, ich bin größer als der Bene, wie ihr seht. Das könnt ihr abhaken. Ich bin 1,88 Meter groß, oder? Ja, ich auch. Nicht. nee, ich glaube, die ärgern sich gerade die ganze Zeit selber. Das finde ich auch gut. Wir können ja ganz kurz mal zeigen, klappt alles? Ja, wunderbar, das Bild funktioniert. Das seht ihr gleich. Das sehen wir jetzt. Aber nur, wenn ihr lieb seid. Ha! Was sagt ihr eigentlich zu unserem neuen Studio? Bisher. Wir sind ja immer noch nicht fertig, aber was sagt ihr bisher? Bitte noch nichts zu den Kabeln sagen. Die Kabel verschwinden noch, sobald unsere Steckdosen gemacht sind. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Zum Beispiel hier, das soll eigentlich eine Steckdose sein. Da ist bisher immer noch nur ein Loch. Loch. Und davon haben wir viele in diesem Raum. Ein Loch ist generell erstmal nichts Schlimmes. Aber was sagt ihr denn zu dem Studio? Ich bin auch gar nicht sicher, ob noch so viel Licht fehlt, weil aktuell ballern wir da hinten schon relativ viel. Ich spiele bitte zu. Wir haben aber 27 Zuschauer. Wir sind noch ein paar andere am Start. 27, gucken zu. LED-Party, schreibt Chio. Bene muss lauter. Ich möchte seine wunderschöne Stimme lauter hören. Ist der denn leiser als ich? Also von dem Ausschlag des Balkens her ist er genauso laut wie ich, oder Bene? Sag was. Hi. Aber dir ist das Ding schon wieder runtergerutscht. Du musst es einfach hochknicken. Andi, ich kann es nicht ändern. Hallo. Ja, aber so schon deutlich besser. Ja, so ist es. Jetzt hängt es aber so wie eben. Jetzt rutscht es gleich wieder runter, weil das hier hinten sitzt das wie eine Wurstsalami. Deswegen kannst du das hier kannst du biegen. Was denn? Das ja, Ding wohin? Biegbar. In den Mund? Ah. Nach oben. Das, wenn das Ding dir runterrutscht, das Ding wieder hochrutscht. Genau. Ist das so besser? Ist der Ton so, ist der so besser oder was? Bene, sag nochmal was. Hallo. Bene ist aber vom Ausschlag genauso laut wie ich, hallo, oder? Hallo, ich bin's. Tim. Ja. Bene ist tendenziell auch schon generell mit allem lauter. Gain lauter, mit allem lauter. Hier, ich geb nochmal ein bisschen Bene. Ich hast du einfach ein bisschen geileres Mikrofon wie ich. Oder du hast einfach ein bisschen kleineren Kopf. Ja. Das. Ist ja weniger drin. Würde ich jetzt auch bezweifeln. Ist ja Auslegungssache, ne? Schlingeln. Kriegst du eigentlich eine Kapitänsbinde heute an, oder nicht? Da du die Trikots nicht mitgenommen hast, habe ich auch keine Kapitänsbinde an. Schwein. Rip. Schwein! Jeff. Wir warten immer noch, Jeff, dass was losgeht, aber Jeff, ich glaube, jetzt gibt es auch kein Testspiel mehr. Ich glaube, jetzt geht direkt das richtige Spiel los. Ja, ich glaube, wir ziehen aber einen trockenen Schlipper an und dann ist... Bene Stimme ist engelsgleich. Oh. Wenn ich das aus deinem Mund lese, dann kriege ich direkt Arschwasser. Das glaube ich nämlich auch. So riecht es ja. Echt? Ach ja. Komm. Ach ja. Das ist ja klasse. Ach, sie riechen es auch. Ach, oh Gott. Ach Mensch. Oh Gott. Na dann. Verstehe. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie... Müssen wir mal die andere Cam mal zeigen? Ja, können wir mal zeigen. Passt mal auf hier. Aber dabei können wir halt nicht reden. Aber ist egal. Guck ich sehe hier, wir reden nicht. Das ist die Cam, die wir anmachen, wenn wir in AFK gehen, Pause gehen. Dann könnt ihr das Studio mal so von oben sehen und von ein bisschen weiter weg sehen. Ihr könnt auch Merch kaufen. Das fällt mir gerade so ein, wenn ich das sehe. www.gamecoding.de, da ist dann auch ein Shop. Immer so nebenbei. Die Kamera ist echt geil und ihr könnt auch Merch kaufen. Bene, du bist der Hammer. Hättet ihr Zeit und Lust, unser Spiel um 1.30 Uhr in der NGL zu kommentieren? 40 Euro. Yannick, welches Team denn? Ambition Esports. Wir reden hier auch von FIFA. Weil. Naja, NGL, hoffe ich doch. Ja. weil nein, es ist ein erotischer Tanz. Da wäre ich dabei. Das gibt's sogar umsonst. Weil 21.30 Uhr könnten wir schon machen. Da haben wir erotischer Tanz. Ich will einen erotischen Tanz haben. Yannick, da müsstest du uns mal auf Facebook anschreiben, weil dann müssen wir noch klären, ne, wer streamt das Bild und bla bla bla. Aber machbar wäre es, weil um 21 Uhr haben wir das nächste Spiel hier von Buffalo Gaming und danach eigentlich um 21.30 Uhr das andere Spiel gewesen wäre, was jetzt um 20.30 Uhr ist, jetzt haben wir um 21.30 Uhr Zeit. Lass mal die Arme hochkrempeln, jetzt geht's hier gleich los hier. Freunde, ich hoffe, ihr habt auch Bock.
Ne? Ja, genau, schreib uns. Das also, ist richtig. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wir gucken uns hier gleich richtig schön FIFA an. Da wird ordentlich geklatscht, Freunde. Wir können mal kurz hier schon mal bekannt geben, wer hier überhaupt heute bei Buffalo Gaming auflaufen wird. Wir haben im Tor den Marc Lauscher, Freunde. Haben wir in der Innenverteidigerposition den BFCU und den Maxi. Die Nummer, die ist mir jetzt vor, ist zu lang. Dann haben wir in der rechten Verteidigung den Danny. In der linken Verteidigung haben wir den Alaba. Dann haben wir im linken defensiven Mittelfeld den Yayu und im rechten defensiven Mittelfeld Jeff. Mein Name ist Jeff, der Schwitzer. Dann haben wir im zentralen offensiven Mittelfeld den Justa. Haben wir im rechten offensiven Mittelfeld den Defuze Kopix. Und haben im linken offensiven Mittelfeld den Iklutix. Und im Sturm haben wir La Bomba, Freunde. Und der wird auch rein. La Bomba. Le necesita una boca de gracia. Na, na, na. Una boca de gracia. Yariba, sagt er. Genau, und der gute Alaba ist auch der, der uns das Bild heute zur Verfügung stellt. Damit. Leider nur 720p, deswegen bitte nicht wundern, das ist ein bisschen grisselig. Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Oh ja. Yeah. Die Ärzte, das ist meine Kindheit gewesen. Ah, herzlichen Glückwunsch, so sieht's aus. Ja, ich gerne. Ich habe mal früher die Backstreet Boys gehört, die waren geil. Haben die Karte auf. Das ist mir klar, dass du den gut fandest. Der war so süß. Halsmaul, diese Drecksband, Alter. Am liebsten sind schon alle zusammengeschwortet. Aber die haben so viel Geld verdient. Die sind alle abgebrochen, gell? Die Wichser sind alle platt, Alter. Ja, die sind vielleicht alle arme. Die kamen einfach mit der Scheiße nicht klar, die Fotzen. Nee. Kann ich verstehen. Ja. Ich komme mit meiner Scheiße manchmal auch nicht klar. Und ich komme auch mit deiner Scheiße auch nicht klar. Das ist, ja. Vielleicht sollten wir uns hier auflösen. Wenn du dich hier auflöst, hier. Bin ich weg. Nee. Ist der ganze Boden voll hier. Muss ich wieder sauber machen. Moment. Ja. Ja. Anzeige ist raus. Die Arschloch. Geht ja gar nicht. Es streamt der emotionslose Quarki heute nicht. Wer ist das? Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Aber schön, dass du da bist. Game Catering. Ich bin Andi, hier ist Bene. Ist falsch. Das ist Andi. Ich bin der Bene. Zusammen sind wir Game Catering. Ich bin der Andi, das ist der Bene. Ich wäre so gern so wie du. Ja, das ist es, glaube ich. Das kann ich dir auch nicht verübeln, muss ich sagen. Nee, also ihr merkt schon, es wird lustig. Wir haben echt Bock. Wie lustig. Bene war ja jetzt auch mal so 1,5 Wochen krank. Bene hat, glaube ich, auch inzwischen wieder richtig Bock zu casten, zu machen, zu spielen. Ja, Rainbow hat auch richtig Bock wieder, hat er gesagt. Ja, also casten. Gezockt habe ich in der Zeit, wo ich krank war, extrem viel. Muss schon sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da durchgehasselt habe, aber da habe ich ganz schön durchbehasselt. Kannst du Pizza gewinnen, schreibt er. Hier gibt es sogar wirklich was zu gewinnen. Wenn ihr Ausrufezeichen Verlosung eingibt, da gibt es relativ viel zu gewinnen. Also zum Beispiel auch für die Rainbow-Spieler unter euch, das sind wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele. Da gibt es auch einen Paris Major Charm, der ist bei eBay mal doch schon für einige Euros weggegangen. 150! Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Also es gibt zwei 25 Euro Gutscheine für T-Shirt entweder von Xbox, uns. PlayStation oder Amazon. Dann gibt es ein T-Shirt von Game Catering, AA-Shocks. Dann gibt es Mauspads, Freunde. Gibt so viel verrückte Sachen. Und das alles nur für euch, weil wir die 2.500 Follower platt gemacht haben. Danke. Und da noch, also wir sind auch schon drüber gehüpft. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, ihr habt ja auch Anteile daran, zumindest die, die heute nicht zum ersten Mal zugucken. Und er zum Beispiel hat auch Wusterchiller, genau. Küsschen gehen daraus. Ne? Also, ist schön, dass ihr alle da seid. Macht noch ein bisschen Werbung. Wir können ja heute mal hier den FIFA-Rekord knacken. Was hatten wir maximal bei FIFA? 50? 50, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir 38, 34. Was ist jetzt los hier? Ja. Also, da, Zum Glück hat sich das Programm nicht geschlossen. Fettfinger. Zack, das Programm einfach zu. Ja. Nein, ich habe nur auf den Tisch gehauen und irgendwas hat hier geklickt. Also, haut ordentlich die Verlosung rein, gönnt euch da ein bisschen was, Freunde. Vielleicht habt ihr Glück und gewinnt was. Würde uns freuen. Es gibt 17 mögliche Gewinner. Also, 17 mögliche Preise. Dass man was gewinnt, auch, ist relativ wahrscheinlich. Also es gibt da ein paar, ja gut, wie Leute mitgemacht, aber ja, da ist schon ein bisschen was drin. Vor allem Energy Cakes gibt's auch, Freunde. Das ist auch was ganz Geiles. Wenn ihr mal schlaff vor der Konsole sitzt und da keinen vernünftigen Ball mehr gespielt bekommt, dann fahrt euch einfach so ein Energy Cake rein und dann geht's direkt wieder los. Dann kann Jeff der Schmitzler richtig reinhasseln. Habt ihr 20 Mahlzeiten drin, braucht ihr 5 Tage lang nichts essen. 2,863 Millionen Kalorien. Ja, da ist dann der Partyabend gerettet. Easy Elo. So, wir warten immer noch aufs Spiel. Wir haben 20.32 Uhr, also wir versuchen das wirklich gerade zu überbrücken. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Irgendwann verdienen wir auch einen Preis damit. Ich meine, was war denn ja, warten?
Nee, beim Erzählen für die Wartezeit überbrücken sozusagen, das hat doch hier der gute Günther Jauch hat doch dafür auch einen Preis bekommen, dass er 1,5 Stunden da überbrückt hat bei dem Spiel, wo, ach, wo das Tor kaputt gegangen ist. Genau. Du darfst ja das Mikro auch näher ran machen. Also nicht weiter hoch, sondern genau, näher ran. Junge, das hängt ich glaube, in der Fresse drin. Ich glaube, wir müssen dir wirklich, ja, das ist okay. Nee, wir müssen dir ein neues Mikro organisieren, was ja, aber länger ist. Hört man mich denn schlecht, Leute, da draußen? Das wäre doch die Frage. Du bist deutlich halliger als ich. Du bist also deutlich weiter weg als ich, obwohl du gleich laut bist wie ich. Aber du wirkst als würdest du weiter wegstehen. Leider. Ihren Preis. Die Gegner brauchen ein bisschen. Okay, die Gegner brauchen noch ein bisschen. Also ja, hier, wir lassen uns den Preis dann auch einkassieren. Das macht doch gar nicht. Das ist kein Problem. Das macht doch gar nicht, ne? Hey, und Nico, der Nico. Danke für dein Follow. Immer die Pizza Käse von der Pizza runter. Master Luigi, ist er gut. Aber wie geht's euch? Lasst uns ein bisschen teilhaben. Lasst uns Sparkling ein bisschen euch quatschen. Lipton trinkt da. Geiles Getränk. Geiles Getränk, sagt er. Das früher als kleines Kind schon immer gern getrunken, da war das irgendwann mal aus dem Leben verschwunden, da war ich ein bisschen traurig. Sparkling bin ich halt nicht so der Freund von, muss ich sagen. Eistee darf bei mir nicht sparkeln. Naja, aber zurück. Also, haut gerne ein bisschen was in den Chat, wir wollen ein bisschen mit euch quatschen, weil wir müssen ja warten und die ganze Zeit kann man dann irgendwas zu erzählen, ist schwierig. Was ist das hier gerade? Was? TX. Punkt Hässlichkeit. Bleib mal hier ganz gechillt. Ich glaube, ich bin links, oder? Ich bin links. Nee. Hier ist vom links. Bild her, das ist das Bild, was die Leute sehen. Spiegelverkehr? Warum eigentlich? Kamera, weil sie von vorne kommt. Gute, der Moti. Wir können auch einfach Crack nehmen, ja? Was kann denn Crack? Ah, der Moti geschrieben. Ja, wenn ihr müde seid und weiter zocken wollt, nehmt einfach Crack. Auch eine Möglichkeit. Also ich finde generell den Ansatz ganz gut. Lässt sich drüber nachdenken. Auf jeden Fall. Aber wir haben das Problem jetzt gar nicht. Wir haben das Problem gar nicht. Nein. Aber ja, Crack ist auch eine Option. Auf jeden Fall. Generell haben wir das jetzt offiziell nicht gesagt, aber... Du schon, ich nicht. Distanziere mich von dieser Aussage, dass... Das freut mich. Oh, ich hab mir hier wehgetan. An dem Kabel. An einem Kabel. Ja, das kennst du das nicht, wenn das so drauf die Musikknochen drückt? Mhm. Sehr, sehr schmerzhaft. Ich glaube, ich muss weinen. Kenn ich. Nicht schön. Boah, ja, das ist auch alles rot. Weißt alles der, ist hier rot. Der Größte hier mit den größten Schmerzen auch. Mann. Alles wehleidig, der kleine Mann. Alles ist jetzt rot. Wehleidig, der große Mann. Schau der große ab, Alter. Mann. Ja, Freunde, aber so ist es. So muss das. Da ist das nämlich wieder gut. Ja. So, also wir warten immer noch auf das Spiel. Der Gegner braucht wohl immer noch 20:35 haben wir jetzt. Ne? Da verlegt man schon. Es wird interessant mit dem Spiel um 21 Uhr. Aber ihr macht das. Aber ich glaube, die spielen auch nur 12 Minuten oder was? Ja, mit Pause dazwischen, mit vielleicht mal einem Rehost oder sonst irgendwas. Ne? Da kann da schon mal ein bisschen Zeit vergehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die sich da heute geben, weil das ist ein gutes Team. Die haben uns schon viel Spaß gemacht hier. Ja. Muss ich sagen. Da bei der CEL, jetzt bei der NGL. Ja, die hasseln da überall. Ne? Die hasseln da überall rein. So sieht es aus. Und CEL sind wir ja jetzt auch offiziell quasi Caster. Das heißt, da sind wir ja jetzt künftig auch tätig im FIFA-Bereich und auch im Call of Duty-Bereich. Oh. So, da haben wir. Auf jeden Fall. Da haben wir. Auf Call of Duty freue ich mich auch schon. Andi, Mensch. Call of Duty Caster hat das letzte Mal auch Spaß gemacht. Da haben wir. Mensch, hey, guck mal. Hey, guck mal hier. So mal hier, wenn ich schon Bälle aufmache. Kleine Finger, 1-3 Meter Brett. Kennst du das nicht? Hast du, ne? Ach, auch wer das, kennt das bitte? Auch das sagt mir überhaupt nichts. Der Moti kennt das, bitte. Keine Ahnung. Klar, Digga. Das sagt mir echt nichts. Jetzt guck ich mal kurz auf Facebook hier. Da wurde ja geschrieben. Badesalz, Digga. Musst du das kennen? Badesalz kenne ich an sich, aber ich kenne nicht alles von denen. Im Sommer, hier. Ha, wenn ich Schwimmbäder aufmache, gell? Jo, hey. So. Was hat hier geschrieben? Das war damals, Digga. Einwandfrei. Verbindet Gegner. Jetzt geht's hier, glaube ich, gleich los. Das ist doch nicht köstlich. Das heißt, wir wechseln rüber zum Spiel. Ladies and Gentlemen, NGL Liga 4. Wir machen Spiel hier um Platz 1. Die Musik an oder den Ton an vom Spiel. Lassen wir die Musik an, die wir gerade hören, oder sollen wir sie ausmachen? Ja, ich würde einfach anlassen. Erstmal. Sei denn, jetzt was anderes. Aber ich finde es okay, weil wir hören sonst nichts. Guck mal nämlich mal hier, David Alaba. Du findest es okay, okay. Krauselhaar. Wenn du es okay findest, finde ich es auch okay. Und der, ah, der Bede. Let's go, der Hase. Der Gute. Ja. Reingehasselt. Zarte Metzger. Oh, Emirates Stadium. Wir sind in London, Freunde. Und jetzt geht's hier
von links nach rechts für die Jungs von Buffalo Gaming. Und zwar Buffalo in weiß und der Gegner Supernova hier in den blauen Jerseys. Schauen wir mal, was wir hier zu sehen bekommen. Also, es sieht ganz einfach aus, Freunde. Buffalo ist auf Tabellenplatz 1, Supernova auf Platz 2. Das Ding entscheidet heute, wer sich jetzt erstmal die Tabellenführung sichert. Bedeutet, wenn Buffalo gewinnt, ist klar, bleiben sie Erster. Wenn Buffalo allerdings verliert, dann wird sich Supernova hier den Platz 1 schnappen, zumindest erstmal. Und ja, das will natürlich keiner, aber hier sieht es erstmal ganz gut aus. Supernova mit Yuen Mi Xiu oder was? Oder schießt aber der Torwart Mark Lauscher. Kann ihn aber nur ab. Ja, kann nur abwehren. Reinspiel. TRX LOL, welche Regeln geschrieben? Welche Regeln auf Facebook? Von was redest du? Redest du mit dir selbst? Ansonsten solltest du vielleicht genauer beschreiben, worüber du redest, weil keiner weiß, was du gerade auf Facebook liest. Da kommt das Eckchen. Oh, da hat der Maxi aber den Kopf in die falsche Richtung gedrückt. Da gibt's nochmal Eckball. Da muss er nochmal nachhasseln. Oh, die Luseln hier, Doppelmann am Pfosten, da ist der Tormann, braucht die Sicherheit, dass der David Alaba und der Kollege da stehen. Ganz klar nicht. Jetzt schauen wir mal, wie das hier läuft. Verlässt sich ganz viel Zeit mit der Ecke, warum auch immer. Oh, bring rein das Ding, Junge! Zack, da kommt die Wurst kurz. Angespielt. Oh, aha, schön. Oh, oh, das ist King Kanu! Gefährlich, aber ins Außennetz. Standen die Jungs immer am Pfosten gut, der hätte wohl gehabt, hört's ja nur. Das war dann schneller. Spiel, schön wie außen hier, David Alaba am Ball. Also Buffalo Gaming wieder am Ball. Bei der CL war es auch so, dass es erst schlecht für sie aussah und sie dann hinten raus nochmal gekommen sind und dann ging es richtig ab. Also sind wir mal sehr gespannt. Oder war das nicht so, dass sie das erste Spiel 3-0 richtig dominiert haben und dann das zweite Spiel waren sie dann nicht so, kamen sie nicht rein und dann haben sie wieder nachgehassen? Was? Ich glaube, irgendwie sowas war das, ja? Ja? Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier läuft. Benny spielt hier außen auf die Cool Picks. Ja, auf La Bomba. Oben winkt er schon da. Ah, er kann aber dazwischen gehen. Aber der wäre böse gekommen sonst. Also, ja, das war ein wichtiger Moment, dass er so dazwischen geht. Er hat sich zwar ein hässliches Tomato ausgesucht, aber dafür kann er bringen. Ja. Also, wie gesagt, für das Bild, was wir gerade sehen, weil es ruckelt auch etwas, können wir leider nichts. Nee, wir spielen ja gar nicht. Das wird uns bereitgestellt. Und wir sehen dasselbe Bild wie ihr. So. Es geht wieder gut nach vorne. Da kann er aber nicht durchlaufen. Doch, oh, doch, er ist. So, jetzt hätte ich fast was gesagt, was ich sagen wollte. Wollen wir durchlassen. Maverick hier am Ball. Spielt auf Moratan. Moratan auf Yun Jung Sung. Ja, ganz kompliziert. Jetzt muss man nur aufpassen, dass nicht direkt ein Konter kommt. Oh, da wurde er umgelegt. Das passt. Dark Yazano, Maverick verliert aber den Ball. Jeff, der Schwitzer, steckt ihn durch auf Justa. Justa ein bisschen Platz. Oben, ne? Genau. Findet auf Klattix. Ja, wieder auf Jay, wieder Klattix oben. La Bomba ist schon wieder, der will schon wieder den Ball haben. Gib mal dem La Bomba da die Kiste. Da kommt er an den Ball, La Bomba jetzt! La Bomba! La Bomba im Fünfer! Aber Eckball. La Bomba. Das heißt, glaube ich, gar nicht La Bomba, sondern La Lomba. Aber wir machen da was draus. Oder haben wir dieses Boss? Wir machen da was draus. Oh, der kommt, der ist noch drin, der ist noch drin! Oh, der hätte vielleicht ein bisschen Zeit gehabt, schade. Der liegt. Ah, schön geöffnet, durchgelassen da, Klattix. Nochmal runter, weiß ich nicht. Der hätte vielleicht die. Klattix da. Oh, der sitzt schon mal schön durch hier. Guck mal hier hin, was aber er da macht. Hier ihn ausspielt. Was, ne? Was macht er denn da? Immer noch am Ball. Und der kriegt die Ecke. Ah, muss man sagen, hat er schön reingehasselt, würde ich sagen. Ja? Wunderbar. Ja, aber wie er auch ausgespielt hat. Richtig gut. Klug, ja. Klug gemacht. Da hat auch jeder mit gerechnet, dass er alles für das Spiel oder flankt, aber. Ja. Gerade dann nicht gut ausgeführt. Da haben sie den Braten aber gerochen. Verloren diese Ecke. Freiungsschlägchen. Moratan, jetzt Maverick. Aber sie haben hinten halt auch echt enorm viele in der Verteidigung. Gefühlt 64 Mann da. Ja. Nee. Jetzt wird's eng. War am Ball. Nee, der Ball, der genießt nicht. Jetzt kann er Klattix. Jetzt müssen sie mal gucken, dass das Spiel vielleicht ein bisschen öffnet. Mal verlagern da. Trotzdem, Buffalo gerade hinten stark und vorne stark. Also das machen sie sehr gut. Aber ich muss sagen, die spielen sehr, sehr, sehr krass über die linke Seite. Und da muss man vielleicht mal das Spiel öffnen, damit einfach der ganze Wulst der Spieler sich da so ein bisschen verzieht, dass da auch Platz ist zum Kombinieren. Aber generell sieht man das hier bei FIFA häufig, dass viel über oben gespielt wird, anstatt unten. Ja, das liegt, glaube ich, daran. An der Perspektive. Oder? Ja, das auf der, könnte auf der einen Seite nicht so sein, dass perspektivtechnisch das einfacher ist, wenn du es oben erstmal spielst. Weil du hast halt hier, du siehst viel Raum und das hast halt auf der anderen Seite nicht.
Aber auf der anderen Seite ist es auch mal so, 11 gegen 11. Ne? Jeder will gerne den Ball haben, jeder will gerne irgendwie helfen, will irgendwie glänzen. Und das ist natürlich, da muss er stur auf den Positionen spielen. Ja, dann kannst du einfach viel besser die Quetsche laufen. Guck mal, kann sich sofort wieder schnappen. Sehr gut. Jetzt mal sauber aufbauen da, das Ding. Marc Lauscher, der Tormann, schlägt ab auf Danny. Schön, jetzt bin ich ein bisschen ruhiger. Der kommt aber jetzt ganz tief hinten rein. Aber da sagt da die Abwehr, denke ich, nein. Okay, das Trikot ist gewöhnungsbedürftig vom Torwart. Ja. Das ist leicht. Aber ist okay. Der Schwitzer findet den Ball gegen SVMA. Fahrt. Auf Junming so wieder Fahrt am Ball, Freunde. Der setzt sich durch hier. SVMA krass, wieder. Ne? Ah, da kommt der Schuss an der Torwart Marc Lauscher. Da kann er noch machen. Muss er den Ball noch mal schnappen? Schnapp ihn ja. Ja, Tiger. Nein, doch nicht. Aber es gibt Eckball. Gibt Ecke, Freunde. Ne? Weil er zuletzt dran war. Hab ich gar nicht so gesehen. Nee. Ich hätte jetzt klar gesagt, nee, komm ab. Schamama. Schau mal, Mulen. Sind da. Kommt da Dingen. Oh, der kommt. Okay, das sah. Und jetzt La Bomba. Oh, jetzt könnte natürlich Platz. Eine Mega-Attacke starten. 4 gegen 4, 4 gegen 4, 5 gegen 4. Wird aber wieder hochgehen. 5 gegen 4. Unten müsste er reinkommen. Unten müsste der Ball ankommen. Er spielt ihn schön außen lang. Kommt jetzt die Flanke. Oh, er versucht damit Körperkontakt. Nee. Oben war nicht der geschickte Anspielpartner, nee. Aber es war irgendwie vorausschaubar, dass er nach oben spielt. Ja, der wollte jetzt auch den Gegner da auflaufen lassen, im Körperkontakt, das hat nicht funktioniert, La Bomba jetzt wieder am Ball. Da ist die Kiste wieder weg, Maverick öffnet, auf Fahrt. Fahrt hat ein bisschen Platz, steckt durch auf den Mizubi, wie auch immer. SVMA, nochmal Fahrt. Opa, der findet aber den Ball. Und jetzt kommt La Bomba. Gut. Anspielstation, schön Mauer gespielt hat er da. Gut. Falsche 9 quasi. Oh. Öffnet auf David Alaba. Unser Streamer. Zack, zack. Mal die Kiste ein bisschen laufen lassen. Tormann noch genau. Mitnehmen, den guten alten Marc Lauschi. Ein bisschen Platz schaffen hier. Ach, der macht gleich den Lauschangriff. Oh, der war aber gefährlich, Freunde. Oh. Jetzt aber mal so gucken, hier Fahrt und schießt und so Tor. Schnell geht's. 1:0 für Supernova eSport Gaming. So schnell geht's. Die hatten die ganze Zeit viel mehr Ballkontakt, viel mehr Ballbesitz. Ja, Ball ein Fehler gemacht und schon ist das Ding drin. Den darfst du halt wohl nicht so spielen. Schnell geht's. Den darfst du so da nicht muss jetzt hier Buffalo Gaming schnell aufholen. Kannst schon so spielen den Ball, aber. Sollte man nicht scheiße. Machen, ne? Marc Lauscher. Kann aber passieren, alles gut. Jeff, der Schwitzer jetzt. Just da. Lange den Ball, aber der Bomber kann sich die Kugel holen. Hat ein bisschen Platz. Just da, den kriegt er nicht angespielt. Schade, der Ball ist auf. Just da wieder. Er macht einen grundsoliden Eindruck. Das ist ein guter körperlich kleiner Dude. Macht er gut. Schöne Ballkontrolle hier. Aber Rosek. Oh, das macht er gut. Macht er gut. Aber. Kommt er mal dran, Justa! Schade. Bene feiert auch schon komplett mit. Sehr geil. Jetzt so, war knapp wie Lord B. Ist das, was ich gucken wollte? Ah, dann haben wir da. Die erste Halbzeit schon erlebt, Freunde. 1:0 Supernova hier. Also 60-40 Ballbesitz für die Jungs von Buffalo Gaming. Aber aufgrund dieses einen kleinen Fehlers steht es natürlich 1:0. Und jetzt müssen die Jungs von Buffalo Gaming schauen, dass sie da in der zweiten Halbzeit das Ruder nochmal rumgedreht kriegen. Aber so schnell kann es gehen, ne? Ja, da steckst du halt manchmal nicht drin, ne? So, hier meint das sind sie nicht. Ich suche gerade die Tabelle? Ja. Hier haben wir sie. Wir haben 24 Punkte und 23 Punkte. Also hier geht's, ja, wie du schon gesagt hast, um den nächsten und Platz. Also Supernova mit 23 Punkten, Buffalo Gaming mit 24 Punkten in der Liga. Und ja, wenn Supernova gewinnt, kicken sie sich hoch. Das ist natürlich sehr wichtig für die. Aber hier ist noch nicht alle Tage Abend, Freunde. Wir haben hier ein gutes Spiel gesehen bisher von Buffalo. Leider ohne den nötigen Erfolg im letzten Angriffsdrittel. Da müssen sie halt jetzt nochmal nachjustieren. Ansonsten sind sie zweikampfstark, sie sind präsent, das passt erstmal soweit. Ja, sie dürfen halt natürlich die kleinen Fehler nicht machen, aber so ist es halt nur manchmal. Und jetzt Supernova wieder in der Offensive. Fahrt am Ball. Oh, und jetzt schön aussteigen. Oh, steckt er schön rein hier in die Spitze. Maverick auf Jungmixing und er macht das Ding zum 2-0. 2-0. Das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig für Buffalo Gaming. Das war gut gespielt. Hier sind sie jetzt ziemlich nach vorne. Jun Mizugi, das war gut gespielt. Wie hier geboot wird, ja.
Ja, da sind die Fans nicht mit dabei, da haben die keinen Bock. Schön freigespielt. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit zum Abschluss zu kommen. Justa! Justa versucht nochmal quer zu legen, aber der Abwehrspieler passt da. Sich einen Dreck geholt. Das war nix. Schade, Marmelade. Und Fahrt am Ball, aber abseits. Abseits gepfiffen, dementsprechend Freistoß für die Jungs von Buffalo Gaming. Also da müssen sie jetzt gucken, dass sie das Ding noch irgendwie gedreht kriegen. Wir sind der 53. Ein bisschen Zeit ist noch. Also das könnte schon noch gehen. Aber da muss man natürlich richtig reinhasseln. Da Bomba wieder, Kultix, La Bomba, Pfeifenschiri, jawohl, das macht er auch. Freistoßposition. Jetzt ist die Frage, kann er vielleicht da direkt reindrücken, da Dingen? Ah, der Tormann ist natürlich auch da, aber ich würde es mal probieren. Ich glaube, Tormann spielen ist relativ schwierig. Also, drück ihn da durch. Nee, probiert's kurz. Kultix auf Justa, Justa spielt ihn quer. Oh, La Bomba kommt nicht mehr dran, Freunde. Tormann springt nochmal alibimäßig. Aber es klappt nicht. Hinten steht auch wieder eine 5-Mann-Mauer von Buffalo. Müssen sie jetzt neu aufbauen. La Bomba. Nun, Yayu. Jetzt haben wir David Alaba hier. Oh, er verzögert das Ding nochmal. Spielt jetzt rein auf Yayu. Jetzt müssen sie auch auf Druck geben. Ah, der Zehner jetzt. Der Zehner von Buffalo Gaming zieht da schön auf. Aber mit. Er versucht es alleine zu machen. Zu viel. Zack, David Alaba. Aber klar. Supernova kann jetzt auch einfach hinten schön zumachen und. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir einen Anschlusstreffer machen. Wir sind der 60. Freund. Oh, sie müssen aufpassen, dass ich noch einen Treffer kriege. Er ist schnell. Trotz Ball. Oh, schöner Move, jetzt wird er festgehalten da. Aber Schiri sagt, ist okay noch, ist okay. Schön gedoppelt, Danny gewinnt den Zweikampf dann. Finale, aber Fahrt. Opa. Jetzt gehen wir hier an. Yayu. So, nochmal den Ball und nochmal. Hat Supernova den Ball abgespitzt und wieder Fahrt. Stark. Yaranzo. Wieder Fahrt. Boah, ich habe nicht mehr den Ball gesehen. Da ist er wieder. Ja, Supernova spielt gut, muss man sagen. Das ist ein Kopfball. Aber Marc Lauscher, kein Problem. Das war ja eher so ein Lobball. Ne? Schöner langer Ball, kriegt er da vielleicht direkt. Nein. Den Ball wieder verloren. Schön. Klattix holt die Kiste jetzt. Dann auf Jan Justa wieder. Oh, Fehlpass. Und jetzt, der ist offen. Das war ein guter Ball. Das war ein guter Ball. Aber wieder verloren, Jan Josicki. Kommt der Flanke, aber macht der. Jetzt müssen sie mal gucken, dass sie einen vernünftigen Spielaufbau hinkriegen. Jetzt. Ja, jetzt haben sie auch hinten nicht so viel Verteidigung. Jetzt müssen sie gucken. Ja, das war doch gut, aber jetzt ist sonst niemand da, ne? Er muss verzögern. Und jetzt versucht das. Justa am Ball, Justa. Er hatte noch Platz eben. Mit dem Triple drin. Was macht er denn da? Oh, schade. Da hat er sich schön durchgesetzt, Freunde. Da hat er schön aufgezogen. Sehr schön. Aber warum nicht vorher schon einen Versuch gestartet? Also das war... Da konnten sie alle schön... Die haben sich alle ins Tor gestellt, einfach nur. Justa macht ein gutes Spiel. Opa, der ist schnell. Aber Maxi mit ganzem Körper. Ja, Yusuma kommt aber auch schön rein. Moratan, was hat er vor? Sehr gut. La Bomba klärt erstmal. Schade. Jetzt muss er anpressen, aber der Torwart wird das Ding natürlich safe haben, weil das ist natürlich keine Herausforderung für DJ Snoopy. Snoopy. Snoop Dogg Dogg. Oh, wieder schöne Verzögerung, aber Freestyle hat quasi den Freestyle erkannt. Schön mal wieder aus. Plattwegs. Und der Justa auf Fehlpass. Ja, das ist. Jetzt hat er da unten, kriegt er die Kiste noch? Nee. 80. Freunde, das ist nicht mehr lang. Das sieht nicht so gut aus für Buffalo. Das sieht nicht so gut aus, nein. Jetzt spielt Supernova das Ding natürlich auch ein bisschen ruhiger. Das sieht man, die lassen jetzt den Ball und Gegner laufen. Das machen sie gut. Und das ist ein gefährliches Ding in die Spitze. Abseits. Das war knapp, Freunde. Sonst hätten wir jetzt für die Entscheidung gehabt. Nee, war Paul oder was? Keiner weiß es. Ball da oben auf. Defi Zopix. Und ich bin bei der Bomba.
Ja, da ist er eigentlich zu, der Bomber. Den da zu schicken ist natürlich schwierig, der arme Knopf. Supernova Spielzeit jetzt echt gut. Fahrt. Bleibt einfach im Ballbesitz. Doppelpass. Nochmal. Die legen jetzt die Dinger schön quer da rein. Ja, Magen Lauscher wieder. Probieren sie es mit langen Bällen. Also es wird schwierig, Freunde. 84. Ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass sich Supernova hier das Spiel holen wird. Fahrt nochmal mit dem Ding, aber schöne Parade, Magen Lauscher. Eine Parade, aber ja, ich glaube auch, also hier jetzt in den letzten 4 bis 8 Minuten ist da nicht mehr viel zu machen. Und 8 Minuten wäre schon lange Nachspielzeit, da glaube ich nicht dran. Das ist bitter. Aber ne, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Oh, Fall! Sein Fanz hier, Freunde, was war das denn? Aber der Abwehrspieler mit Fuß dazwischen. Das war eine knappe Nummer. Jetzt müssen sie aufpassen, dass Buffalo nicht hier noch das Ding im dritten Ding kassieren, weil das wäre dem Spielverlauf einfach nicht angemessen, Freunde. Oh, der von der okay, jetzt werden sie ein bisschen über Supernova. Aber das Spiel ist auch nahezu vorbei. Ja, denen ist das schon egal, weil die wissen, komm, zwei Buden machen die Jungs immer. Oh, zu weit vorne liegt da, der hat die schnellen Renntasten. Jetzt gibt's einen Konter. Naja, aber wie auch? Guck mal hier, der drückt hinten beide Spieler zurück. Ja, der geht jetzt, der wird selber versuchen, aber die Grätsche zur richtigen Zeit. Glück gehabt aber hier, aber das Ding hätte funktionieren können. Wir also sind in der 90. Da wird's nichts mehr gehen. Also zwei Buden werden die Jungs hier nicht mehr machen, so leid es mir tut. Aber das hätte funktionieren können. Oben nochmal auf den Kollegen. Chef der Spitzer kriegt aber auch mit dem Ball nicht weiter. Das wird es jetzt hier gewesen sein, Freunde. Vielleicht nochmal ein Abschluss. Jetzt über die Außen hier. Alaba. Bringt die nochmal rein. Schieß nochmal da. Aber probieren es zu viel. Die wollen die sicheren Schüsse, die sicheren Abschlüsse. Und die kriegen sie hier dem Spiel aktuell nicht. Und das war's, Freunde. 2:0 für Supernova hier gegen Buffalo Gaming. Bedeutet, wir haben in der NGL Liga 4 einen Wechsel der Tabellenführung. Ja, ich guck gerade mal. Eigentlich sollte er noch in die Tore gehen. Hat er nicht. Das glaube ich, wollte er jetzt nicht mehr. Okay, gehen wir zurück in die Webcam. Ja, so ist es gewesen, nicht wahr? So ist es. Ich muss sagen, erste Halbzeit hat Buffalo Gaming eigentlich recht gut dominiert. Auf jeden Fall. Ja, da haben sich nur die Kollegen von Supernova immer wieder mal befreien können, aber nie so, dass wir sagen können, okay, da geht jetzt irgendwelche Gefahr von aus. Durch den Fehler hat sich das ganze Spiel so ein bisschen verändert. Komplett. Ja, das Gegentor ist gefallen, auf einmal war der Druck natürlich bei Buffalo, ist klar. Und die sind nach vorne gegangen ohne Ende und haben hinten nicht mehr so aufgepasst und das ist ganz schnell rum. Muss ich sagen, das konnten sie nicht mehr kompensieren. Und dann hat halt Supernova nochmal eine Chance genutzt, hat das 2-0 gemacht. Und damit war das Ding dann eigentlich auch schon gut. Schade eigentlich, aber ich meine, genau so ist es halt manchmal. Und jetzt kommt gleich das nächste Spiel um 21 Uhr und zwar wieder Buffalo Gaming gegen FC Galaxy Steinfurt 2013. So, und wir haben auch noch ein Spiel für danach. Alles klar. Und zwar ist das nachher, gucken wir, um 21.30 Uhr, Ambition Esports gegen Meerkat United. Sind wir gespannt. Aber dann haben wir richtig schön FIFA-Casting-Abend. Wunderbar. FIFA-Mafi-Mofi. Ja, geilo Milo. So, alles direkt schon mal geregelt. Aber ja, das ergibt sich hier ganz schnell, ne? Der Vorteil ist halt Supernova, also von den Statistiken her. Buffalo Gaming hatte 8 Siege, 0 Unentschieden und eine Niederlage. Supernova hatte nur 7 Siege, aber 2 Unentschieden und keine Niederlage. Also noch ungeschlagen, die Jungs. Genau, und jetzt geht Buffalo Gaming mit 8 Siegen und 2 Niederlagen raus und Supernova rückt nach mit 8 Siegen und 2-mal Unentschieden. Und damit haben die gleich mehr Punkte. Das ist bitter, aber so ist es. Ja, muss aber sagen, das ist halt aufgrund des Fehlers und dann, wie das Spiel so weiter verlaufen ist. Generell würde ich sagen, geht das in Ordnung. Ne? So sieht's aus. Wir machen das ja relativ unparteiisch, von daher war das schon okay so. Das heißt, wir warten jetzt aufs nächste Match, bis hier die Teams sich wieder einladen und so lang erzählen wir euch was vom Horst und vom Pferd und so. Weißt ja Bescheid. Sonst alles gut bei dir, Bene. Du hast Bock. Vielleicht müssen wir auch wieder arbeiten. Das müssen wir alle. Aber nur noch bis zum 19. und dann habe ich quasi frei. Bis zum 2.1. Das ist zum 19. Weißt du was? Das gucke ich mir doch gerade mal an, was das heißt. Das sind 2,5 Wochen.
Der 19. ist Mittwoch. Das war letzter. Gut, 21 ist aktuell mein letzter. Aber einfach, weil ich noch nichts gemacht habe. Nichts gesagt habe. Stehe. Ist dein letzter, also du hast den 20. ab 20. frei. Ja, ist korrekt. Wenn wir das auch so machen und uns erstmal hier Donnerstag und Freitag erstmal 8 Stunden hier hinsetzen. Schauen wir mal, was ich Bock auf dich hab. Schauen wir mal, ich hab schon verstanden. Hab schon verstanden. Ja, aber wir werden auf jeden Fall dann mal so ein ich glaube, wir machen mal so einen Frühcast. Wir casten einfach so einen Tag, Cast zum Spielen. Ja, ja. So, wir gehen einfach morgens irgendwie so um 9 online oder so und gehen dann abends einfach so um 9 offline. Ist eine Möglichkeit, ja. Ist eine Möglichkeit. Guck mal, wir haben einen neuen Streaming-Link bekommen, der sollte besser sein. Er steht hier gerade, also wahrscheinlich. Ja, geilo Milo. Wahrscheinlich von der Qualität her. Pam! Moje. Da ruckelt es nicht mehr. Gucken wir mal, ob dem so ist. Upp. Haben wir geöffnet. Danke, Anke. Ist geöffnet. Ja, ansonsten, Freunde, was ist denn hier Phase? Phase 13, was habt ihr vor hier so? Bald ist Weihnachten, habe ich schon Geschenke gekauft. Wer wird denn beschenkt? Kriegt Game Training auch Geschenke? Krieg ich was von dir geschenkt eigentlich? Schenkst du mir was zu Weihnachten oder eher nicht? Dein so? Geschenk ist, dass ich mit dir hier streame, caste und spiele. Sagt er jetzt und daheim immer, ich muss unbedingt wieder zum Andi. Ich vermisse ihn. Ja, wir sind mal gespannt, wie das zweite Match jetzt aussieht. Also hier, das sieht ja nach einem. Das klingt ja sehr professionell, der zweite Gegner hier. FC Galaxy Steinfurt 2013. Klingt ja erstmal sehr professionell. Keine Ahnung, wer das ist. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Oh, guck mal, die müssten ja auch hier in der Liga sein, oder? Ist das auch ein Ligaspiel wieder? Ja, aber ich weiß nicht, ob in der NGL. Es kann auch sein, dass es eine andere Liga ist. Wo siehst du das? Ja, GHR, Gentleman's Club. Die gepflegte Herrenrunde auch bei FIFA aktiv. Ich verstehe. Ist ja köstlich. Das ist ja richtig gut, ja. Es scheint nicht diese Liga hier zu sein. Wahrscheinlich spielen sie noch in einer anderen Liga. Ja, das kann natürlich gut sein. Aber das können uns ja vielleicht die Leute im Chat sagen. Einmal Nova, immer Nova, schreibt die SVMA. Gute! Servus! Ja, da habt ihr gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Staatsmusik. Herzlichen Glühstrumpf. Das lief doch. Einmal Regenbogenminister, immer Regenbogenminister. Auch das läuft. Wenigstens sagt mal einer Maverick, gute Jungs. War ja. Ein Vergnügen. Was sagt denn, was sagen sonst die Leute? Maverick? Nee, ich wollte gerade sagen, Maverick. Maverick. Maverick, der Gute. Maverick war doch auch der hier Co-Pilot von Top Gun, Digga. Genau. Schön reingehasselt, andere sagen immer. Andere Mavericks oder sowas. Ach nee, Maverick ist okay. Das aber manchmal ist es nicht so einfach. Wir haben jetzt hier den Spieler und vor allem Defuzekopix. Ja. Ah, das ist schwierig. Sorry, Bro. Lal Bomba. Ja, Lal, der heißt ja eigentlich Lal Bomba. Wir nennen ihn einfach Lal Bomba. Genau. Aber der chillt, glaube ich. Das ist ihm okay. Ja. Jeff, der Schwitzer. Jeff, mein Name ist Jeff. Hi, Jeff. Kennst du das auch nicht? Ich gucke nicht so viel Schrott wie du, glaube ich. Das ist eine Werbung, Digga. Das ist eine Werbung von ja, ich guck schon Elite-Partner so ein Scheiß. Krass, nee, ich gucke, also da, ich gucke kein Fernsehen mehr. Da hat die Frau Sex mit irgendeinem Schwarzen und dann sagt die, ey, bla bla bla, irgendein anderer Name, sagt der Jeff. Mein Name ist Jeff. Also, Digga. Siehst du? Ich gucke zum Glück schon lange kein Fernsehen mehr und dadurch auch keine Werbung mehr. Da bin ich ja ganz froh drum. Auch kein Badesalz. Das ist auch doch, Badesalz kenne ich, aber nicht alles von dem. Kennst du den? Vielen Dank, Maverick, für dein Hosting. Mavericks. Mavericks. kennst du Dings? Kennst du von Mundstuhl den Sketch, den die gemacht haben auf der Bühne? Mit dreckigen Ü30er. Was hier da von so einem schwarzen dreckigen Ü30, ey? Hast du von einem schwarzen in deine dreckigen Ü30 HP-Flechte lassen oder was? Kennst du das nicht? Nein. Du müsst ihr euch angucken auf YouTube, lacht ihr euch kaputt. Freunde. Lacht ihr euch kaputt. Die Leute denken sich also, ey, was redet denn alt für altes Zeug? Mundstuhl, Badesalz, kennt man alles nicht mehr. Wir sind alt. Ey, was gucken die Leute da draußen? Luke Mockridge oder was? Wir sind alt. Obwohl ich sagen muss, oder den finde ich auch ganz Endessa lustig. Armani oder wie die heißt. Die ist glaube ich auch eher für unser Alter gedacht. Ne, was? Also die ist raus, Digga. Mundstuhl, Badesalz, das waren früher noch Sachen, da hast du noch weggefeiert.
Die haben auch noch ein bisschen Sachen gesagt, die darfst du wahrscheinlich heute sogar gar nicht mehr sagen, aber das war echt witzig. Ja, wenn ich an Badesalz den Film denke, beziehungsweise wieder da im Fahrstuhl, ich hab mich da weggeschmissen vor Lachen. Auf alle Fälle. Ach du Scheiße, war das dreckiger Humor. Das sollten wir mit Leuten machen, die sonntags mittags nicht in der Lachs in die Straße kehren. Auspeitschen, Stacheldraht, Ringe. So Sachen, Digga. Ach du Scheiße, hab ich mich weggekotet, Alter. Oh Gott, besser nicht hier. Bitte lass das sein, bitte. Bitte, ja. Bitte nicht hier. Aber das waren noch gute Sachen. Aber das machen wir. Wir machen hier, wenn wir am 19., wenn wir da frei haben, dann gucken wir mal so Sachen, um euch mal ein bisschen, hör mal Mundstuhl, Badesalz. Zu bilden, was das angeht. Zu bilden? Ich weiß ja nicht, was ihr da für Comedians kennt, aber ihr guckt bestimmt hier so Mario Barth und so. Ich meine, gut, da war ich auch schon mal, aber das ist schon lange her. Ja, aber auch das ist unsere Generation. Schlimm. Der ist aber mittlerweile schlecht, ja. Glaube ich. Oder nicht mehr ganz so gut. Ja? Jo. So. Aber das so, gibt's, da gab es früher so. Der war damals auch nicht gut. Es war einfach Humor, den hat man damals gehört. Vielen Dank an Hasas. Ja, doch, früher war das schon gut. Follow. Weil der einfach auch die Wahrheit erzählt hat. Die scheiß Weiber, Alter. Weißt du eigentlich, wie oft der irgendwas erzählt hat, wo ich mich einfach 100% wiedererkannt habe? Ich hab das Geheim genauso, Digga. Das ist genau. Die machen das, um uns zu ärgern, Alter. Ich sag dir das. Ohne Frauen. Frauen sind das komplizierteste Konstrukt, was Gott erfunden hat, Digga. Die sind so wild und verrückt, die machen. Hier gibt es einen Clip nach dem anderen. Wir werden jetzt berühmt auf YouTube, weil du hier. Kennst du den? Weil du uns kennst hier du komplett zerlegst gerade. Die ficken unser Leben. Die Nutten, die nehmen die Kohle an. Die nehmen die Kohle an. Aber der ist auch schon. Der ist auch schon tot, der Gute, ne? Playboy 50 Watt aus Reinickendorf und dann gönnt ihr euch den bitte. Der ist auch schon tot inzwischen, ne? Ja, klar, weil das echt ein Arschloch war, Digga. Was? Ja. Aber es ist wirklich so, die Frauen, Alter, die machen uns schon ganz wahr. Die machen uns schon echt schwer. Also. Wir haben 21.04 Uhr, wir warten auf das zweite Match. Auch das scheint sich etwas zu verzögern. Das ist unser Bild, was wir währenddessen sehen. Nur mal kurz zum Reinblenden. Warten wir mal ab. Ah, ich habe uns hier im Auftrag geben lassen. Eine geile Animation, Überblendanimation. Jetzt doch. Aha. Aber woanders? Nee, das ist Seite, wo ich das habe machen lassen. Das okay. Ist so echt. Und ist das das Bild, das was quasi aufsprengt? Das wäre eigentlich auch ganz geil. Wenn im Hintergrund diese Farbbomben einfach so pauft. Sonst aber drüber nachdenken. Aber wenn du nächstes Mal eine Idee brauchst, kommst du einfach zu Papa. Naja, nee, ich hab unsere alte, erste Idee gedacht. Ich bin mal gespannt, ob er das umsetzt. Ich weiß gar nicht, ob das noch so geil ist. Ich glaube trotzdem, also das sieht als Animation schon ganz cool aus. Wenn das cool gemacht ist, auf jeden Fall. Aber das hier ist auch mit so einer Farbbombe, wenn das alles wegplatzt, die ganze Schrift. Das wäre auch ziemlich cool. Aber ich glaube, das ist mega aufwendig zu machen. Ja, aber das ist ja nicht unser Job. You're damn right. Ach, Freunde, hier kommt Real Talk aus der Zentrale. Das ist hier richtig dünnes Gemurmel. Aber, wir haben den Streamer gewechselt. Wir sind jetzt gewechselt zu DVC Copix. Ah ja, komm. Warum muss ich den Namen nicht so oft sagen? Copix reicht wahrscheinlich, aber ich glaube, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Copix. Copix. Vielen Dank, Maverick, auch für dein Follow. Erst ein Hosting und dann ein Follow ist zumindest auf jeden Fall auch eine gute Variante. Auch sehr, sehr bekannt und sehr beliebt ist. Erst eine Donation, dann ein Abo und dann ein Follow. Ist auch okay, kannst du auch machen, aber Donation und Abo nachträglich ist auch okay. Aber bevor ihr Geld ausgibt, dann geben wir lieber Geld aus. Machen wir hier Ausrufezeichen, Verlosung rein, Freunde. Wir haben nämlich ein bisschen was für euch, da könnt ihr schön reinhassen, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr auch selber eingeben, wenn ihr den Link nochmal selber braucht. Bis zum 15.12. geht das noch. Brittlegger. Oh, da wurden gerade die Shirts gewechselt. Auf Black Mamba. Sieht wohl so aus, als hat man sich schon abgesprochen mit dem Kollegen. Kennt ihr Battle Rap? Deutschen Battle Rap? Es geht los. Wir gehen rüber in die Zentrale. Warten auf Gegner. Aha. Aus dem Studio live hier und in Farbe für euch, Andi. Und zwar aus diesem Studio hier. Ach, ich mag die Kamera. Echt? Aber ist noch irgendwie, hat einen komischen Zoom oder sowas. Wirkt noch komisch. Kommt die vielleicht erstmal an die Couch-Ecke? Oh, da, aber da hat sie es gerade weggeruckelt. Eieieiei. Versuchst dich gerade wegzulasern. Augenlasern, so funktioniert das. Ja, sicher. Ach so. Von mir kannst du heute viel lernen. PB15X, hallihallo. Das Spiel beginnt. Ah, so. Wir sollten natürlich Ton anmachen. Ton ist an. Reingehasselt wird jetzt hier. Also, Buffalo Gaming spielt hier an die Gegend. Ja, ich sag's dir sofort. Und zwar gegen FC Galaxy Steinfurt 2013. Aha. Oh, das sieht aber gerade mal gut aus für Galaxy Steinfurt. Die Akku Loco. Aber, hey,
Aber vorbei. Aber knapp. Da war jetzt auf jeden Fall erstmal Dresden offen da hinten. Zack. Lomba Copics. Buffalo hier wieder am Ball. Wie gesagt, jetzt auf schwarz gewechselt. Buffalo und in weiß die Steinfurter. Das kommt. Oh, abgestibitzt. Schön. Ist hier. Und jetzt war der geleitet auf La Bomba, auf Justus. Justa ist ein Bruder. La Bomba, Tor! Und wo der denn reinprügelt? Oben in die Knickfreunde. Hat da, er, wo die Sahne so hat er ihn versenkt. Einwandfrei 1-0. Buffalo. Aber das Bild ist nicht mittig auf dem Ball, ne? Das ist selbst gesteuert. Kann das sein? Habe ich nicht drauf gedacht. Ich aber. Pass mal auf. Siehst du, was ich meine? Das ist selbst im Cursor gesteuert, oder? Nee. Ja, es also ist... Ich kenn's, weiß nicht, ich weiß, wie das anders aussieht. Genau mittig. Immer mittig auf dem Ball. Ist das so? Ja, ja. Okay. Oh, schön. Ha, abseits. Abseits, aber schön, schöner Versuch, schön vorgelegt. Ja, ich glaube, es wird eine spannende Kiste. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel hier. Ja, also Schweinfurt. Ihr könnt uns ja gerne mal sagen. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Traumpass hier auf Küken. Ah, und Küken auf Justa. Justa, was ein Trick. Und da ist das Ding. Cooler Ball zum 2-0. Buffalo aber Gaming legt hier ordentlich gefälscht am Torwart, ne? Ja. Ja, nicht der Ball ist im Fokus. Und Manneke Challenge. Nicht der Ball ist im Fokus, sondern der Spieler. Da Pro Club. Aber das kann man, glaube ich, ändern, ja, oder? Meine ich auch. Man kann das, glaube ich. Ja, gut, ist egal. Man kann es, glaube ich, ändern. Ich meine, man könnte... Naja, wurscht. Aber 2-0, also da muss ich sagen, das machen sie gut. Oh. Aber die anderen spielen gut. Geben sich, geben sich gute Pässe und so. Ja, aber die Buffalo aber jetzt einfach zwei Tore. Buffalo, muss ich sagen, Küken jetzt am Ball. Drin ist vielleicht drin, das Küken hier im Team. Ist es der Jüngste oder die jüngste Spielerin? Justa, schön geöffnet auf Bubbles. Bubbles. Bubbles am Ball. Bubbles am Ball. Oh, Copics. Unser Streamer. Da ist das Ding weg. Und jetzt da vorne vier Stürmer gegen vier Verteidiger. Und er ist schnell. Akoloko. Probiert's aber. Schön Mark. Gehalten hier von Marc. Hat er Dinge. Zack. Schön lange Murmel wieder raus auf das Küken. Der leitet weiter, aber der ist weg. Dominik am Ball. Dominik auf Musti. Ja, Salzstuber, also Pope gehe ich mal von aus. Ist wahrscheinlich richtig, aber fürs Streamen haben wir es immer so eingestellt bekommen, dass der Ball im Fokus ist. Das ist halt das Blöde, dass ein Spieler streamen muss, weil er sich auch die Latenz nimmt. Gut, der ist was gut. Ein Akoloko, was macht der denn da? Er probiert es nochmal ganz hier auf die dezente Art, oder was? Musti, aber Alaba. War das jetzt vom Torwart abgefälscht? Nee, ich glaub, oder hat er nach hinten gepasst? Nochmal, aber warum? Also, der wollte wahrscheinlich nicht so weit. Okay. Ich glaube, es war eher ein Fehler. Alaba, aber Alaba, ja, da hätten sie jetzt schön einen machen können. Ja, ist richtig. Und jetzt La Lomba. Oh, schön. Ich meine, wir haben 20. Minute, da ist noch alles offen. Aber Dennis. Ja, ist richtig. Aber hier, das ist ein gutes Spiel. Hier geht's gleich richtig. Oh, guck mal, schönes Teil hier. Akatikal, was er da gemacht hat. Und der ist auch wieder gut dabei. Der gibt er so gut vor. Aber da ist der Tormann. Sahnebrot. Gelbe Karte hier für den Kameraden Bubbles. Oh. Wo ist das für passiert? Sportskamerad Bubbles. Nicht gesehen, aber passiert. Maikon. Makon. Akoloko. Yayu. Musti. Dominik. Und da. Yayu. Der wird gefoult. Das Freistoß für Buffalo. Und auch gelb hier für die Nummer 10. Für okay. Mustio. Der hat die Karten ziemlich locker sitzen, ne? Er ist küt. Draufgehauen. Küken ist verletzt, der arme Knopf. Der muss vielleicht raus da. Da ist das Küken. Der ist an diese harte Liga noch nicht gewöhnt. Der braucht da nochmal extra ein bisschen Energy Cake, der Junge. Ja, so, gibt's übrigens aber jetzt auch bei uns. Danny, schnappt sich die Kugel. Werbung auch, wo Werbung ist es ja gar nicht. Nee, manchmal bezahlt. So, oh, Maxi aber hier. Jetzt nochmal so ein schönes Angriff. Nochmal ein schönes Ding da. Oh, ja, hier, Küken. Oh, wie er da zurück. Aber Moment, der Hacke. Und jetzt werden sie wild, Und die Pässe kamen halt auch an, das war schön. Ah, Golsa. Jetzt werden sie ein bisschen besser, die Jungs von den Galaxy Stein Schweinfurt. Entschuldigung, oh Gott, ich habe eben schon mal Schweine. Ist eigentlich immer noch verletzt, das Küken, oder wurde er gewechselt, oder? Ja, ich glaube, der ist, der wiederholt sich wieder. Das dauert kurz. Da hat er kurz Pipi in der Hose, und dann geht's wieder gut, da ist er wieder unten. Ah, oh, jetzt hat er auch einen Ball. Küken da, Küken auf Justa. Ah, oh, schöner schön. Lomba, probiert er mal. Nö, lass nochmal aussteigen, Copics. Ups. Aber da hat er sich den schnell ablupfen lassen, luxen lassen, nicht lupfen. Ab, Copics. Ja, der ist weg. Der ist raus. Schade, Made. Aber 30-2-0. Schade, Made. Ich kann auch Schade, Schokolade sagen. Auch lecker. Oh.
Harry Kital, der öffnet, der ist gut, da kommen wir damit nicht mehr dran. Die Pässe kommen wirklich Mustio. Gut an, aber sie kommen Mustio, nicht zum Abschluss. Aber Jeff, der Schwitzer, reguliert das Ding da in der Mitte. Justa, der ist das Herz und die Seele vom Spiel hier. Der treibt muss die Bälle, Freunde, muss ich sagen. Wird hier also auch immer wieder angefeuert im Chat. Ist ein guter. Justa wieder da am Ball und gibt es weiter. Gemacht. Und Kopix jetzt, Justa überläuft ihn, aber da ist leider der Pass in die Tiefe nicht angekommen. Okay. Und jetzt Mustio, jetzt haben sie vielleicht ein bisschen Platz, wenn er jetzt ein bisschen schneller wäre. Ja, der steckt ihn raus. Ja, der richtig schnelle läuft hier gerade. Ah, Akoloko wieder auf Mustio, der spielt nochmal ganz zurück. Ganz zurück. Da bauen wir nochmal neu auf. Ob das geplant war wieder? Fikia. Oh, das ist das Ding, da ist das Ding! Ariki, Arakital. Schön. Ja, call me later. Das war auf jeden Fall schön gesetzt, da konnte auch nichts mehr rum. Ja, besser nicht. Und das war auf jeden Fall schön am Torwart vorbeigezogen. Vielen Dank an der Anuslecker. Köstlich. Gut, dass du es gesagt hast, nicht ich. Freut mich, wenn es dir schmeckt, Bruder. Und schön, dass auch du mit am Start bist. Ah, ist wichtig. Das ist auch so, Leute. Ja. Lecker. Köstlich. Ja, lecker. Hashtag halt. Köstlich. Hashtag köstlich. Wisst ihr Bescheid. So, Freunde. 2-1. Das Ding ist wieder offen und der war ganz stark. Der Ball. Oh, was hat er jetzt gemacht? Ihn nicht mehr da bekommen. Da ist er auf die Fresse gefallen. Aber ich hätte jetzt auf den ersten Blick, hätte ich sagen müssen, der kriegt das Ding. Aber gut. Passiert das manchmal, dass man stolpert? Nee. Ja, ich glaube nicht. Wäre ein cooler Realismus. Du kannst auf Gretchen drücken, wenn du dann einfach dumm auf den Knopf drückst, dann ist er nicht rum. Aber mal im Gras stolpern. Ja, hängen geblieben. Gras war zu hoch. Sorry. Bei Regen oder sowas mal weggerutscht oder so. Justa. Wir haben den Ball wieder gut. Schön. Schau mal, aber. Sie können nicht nachsetzen. Florian. Ich habe jetzt hier ein lustiges Ding bei Instagram, glaube ich, gesehen. Hab ich gesehen. Ja, da hat dann ein junger Mann einen Spielbildschirm von FIFA gepostet. Also im Schnee. Und hat drüber geschrieben, meine Frau wollte irgendwas Winterliches sehen. Da habe ich bei FIFA einfach Schneemodus angemacht. Der erste Name, der mir einfiel. Ja, da warst du natürlich. Da warst du noch nicht fertig. Wichtiger. Weißt du, was da wichtig ist? Keine Drogen, kein Alkohol. Und, ja. Ich glaube, er war noch nicht fertig mit dem Satz, oder? Doch, bestimmt. Der erste Name, der mir einfiel. Ja, wegen Anuslecker, oder? Das geschrieben. Der mir einfiel. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung. Ich dachte, der Satz geht so weiter. Einfiel, größeres, keine Ahnung was. Der dir eingefallen ist. Ja. Okay. Nee, ist okay. Ja, wenn das dein erster Gedanke ist, wenn du sagst, ich muss mir jetzt einen Twitch-Account eröffnen, dann ist das natürlich okay, Digga. Das kannst du schon so machen. Das ist dann ist es aber halt Anus. Dann ist es halt für den Arsch. Hey, das ist alles cool. Alles cool, Digga. Alles cool. Es gibt ja Leute, ne, die, keine Ahnung. Der eine hat sich einen PSN-Account gemacht, als er auf dem Klo saß. Deswegen, ne, sitzt auf dem Klo. Gibt's. Jetzt Original, weiß ich, wann du deinen Twitch-Account aufgemacht hast, mein Lieber. Das wäre aber jetzt ein bisschen creepy, Digga. Sitz auf dem Klo, finde ich immer noch ein richtig, richtig guter Name. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Hängt er am Handy da unter dem. Naja, lassen wir das Thema lieber. Lassen wir das. Lassen wir es einfach gut sein, würde ich sagen. Ist schon scheiße genug. Ist übrigens alles Spaß. Ja, ja, also. Alles gut. Gebt mal Gas, Jungs. Buffalo Gaming, geben sie ja gerade. Also 2-1. 2-0 stand eben noch. Das ist ja klassische Erfinder. Ob du das Ding erfunden hast, da wäre mir nicht sicher. Aber vielleicht hast du eine besondere Technik entwickelt, wie du da besondere Menschen auf jetzt lass aber gut sein. Wir sollten, glücklich machen kannst. Wir sollten das Thema. Ja, vielleicht. Später nochmal. Wegsteckt. Oh. Jetzt leckt's aber hier. Oh, 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 oh. Das sieht so aus, als wäre da jemand. Gut, zack, da ist er. Zum Glück nicht offline gegangen. Der Dennis. Aber ich wollte nur sagen, ich habe gerade mal bei uns geguckt. An uns lag's nicht. Wir haben keine Internetprobleme. Oh, wenn's wieder. Da hat's jetzt nachgeholt. Es kam gerade der Time-Flopper. Dominik gut, jetzt hier. Wir haben also kein Tor verpasst, aber gleich die Halbzeit. Halbzeit war schon. Das war der Zeitpunkt, als ich angefangen habe, über den Anus des anderen Mannes zu sprechen. Da habe ich hier gelesen, habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht ist er sogar ein Mädchen, aber ist ja der, also macht ja keinen Sinn. Oh, jetzt aber hier. La Bomba hat Platz. Jetzt kann er. Oh, er bricht ab. Oh, da läuft ihm das Küken aber rein. Ja. Männchen, das Kükchen. Der kommt gut. Der ist sehr schön vorgelegt. Akko Loko, aber der Goalkeeper. Er kommt ihm super entgegen. Marc Lauscher. Sauberes Ding da. Gut geholt. Das hat der Torwart richtig gut gemacht. Bubbles. Der hat auch schon gelb. Der darf auch nichts mehr laufen. Alaba direkt weiter auf das Küken. Küken wieder auf Yayu, wieder Küken. Hoppa. Da also darf man mit dem gestreckten Bein am besten nicht so hingehen. Ne? Mustio. Zack. Oh,
Oh, da, jetzt haben sie einen Schön Platz. Wieder weggeholt. Platz. Und das Küken jetzt hier am Ball. Und er flitzt wie eine rosa Rakete. Just da jetzt. Ja, was falsch wie eine rosa Rakete. Ah, ich war immer noch auf dem anderen Trip. Ja. Ist gut, bitte. Ich verstehe das. Gut, danke schön. Jeff, der Schwitzer, öffnet hier. Nee, bin ein Junge, sagen zumindest meine Eltern. Na gut. Fair enough. Wenn du das noch nicht selbst rausgefunden hast, RIP. Bene hier beleidigt uns. Ich beleidige gar keinen. Du bist ein Schwein. Doch einfach nur mit Schwein Leuten. Bist du. Ich meine, Schwein. Alles, was ich sage, meine ich zu 100% ernst. Nicht böse. Einfach nur eine Haltung, ja. Ich frage Sachen, die ich mir so frage. Ich frage Sachen, die ich so frage. Ja. Nee, ist okay. Aber Buffalo Gaming hier eindeutig am Drücker die ganze Zeit. Also auch ja, wesentlich mehr Ballbesitz aktuell. Aber sie müssen aufpassen, ne? 2-1, hier ist alles noch machbar, aber aktuell, es sieht einfach gut aus für Buffalo Gaming. Allein schon vom Ballbesitz her, ja, von den Eroberungen. Also ist eine andere Kiste als eben das Spiel. Ja. Ja, wo Supernova immer wieder dann gefährlich wurde in der zweiten Halbzeit. Hier ist es so, dass Buffalo eigentlich permanent am Drücker ist, obwohl sie eigentlich kein Need haben, weil sie ja führen. Ja. Aber ich denke mal, 3-1 wäre schon ein bisschen beruhigender. Ja? Da müssen wir nochmal reinhasseln da. Und der Ball ist jetzt toll, gut. Und da, oh, schön durch die Beine, aber Maxi gut auf. Maxi, oh, yeah, schön hat das damit geregelt. Chef der Schwitzer jetzt. Aber wie schön er durch die Beine gespielt hat. Auf Yayu, der auf La Omba und der schickt Justa. Aber er läuft aber, was er da macht. Wie er ihn ausspielt, ne? Wie er ihn ausspielt. Der war falsch. Aber ja, es ging, er hat ihn ja direkt weggedrückt. Ne, hat ihn direkt, das war schön geholt. Die Finger von Rainbow Six auch dabei. Das war richtig gut. Mag du Waffe, schreibt hier Micha. Akuloko Mustio. Ne, jetzt können sie es. Jetzt können sie vielleicht ankontern. Justa. Nimmt nochmal Yayu mit. Yayu auf La Omba. Nochmal runter auf Küken. Küken verzögert hier nochmal. Wieder La Omba. Und jetzt Justa. Na, gut aufgepasst von Golsa da. Der Fuchs. Was, der mit meinem Namen bereiche ich jede Mannschaft auch ohne Leistung. Ja, okay. Ja, auch mein Stream. Wow. Oh, da könnte es jetzt nicht passieren. Das war aber schön, aber schön gehalten. Ne? Gut auf vier Pass. Also Marc Lauscher macht hier ein gutes Spiel. Und hätte er nicht nachgetreten hier gerade noch gegen das Netz, wäre das auch eine Ecke geworden, ne? Das ist richtig. Aber da hat er vielleicht gedacht, den macht er noch. Aber das, na gut, na klar. Leider, nein, leider gar nicht. Aber man merkt, man hat Zeit. Man hat natürlich jetzt Zeit. Ein langer Baller, hey, auf das Küken, aber der verliert Kopfballduell gegen Makon. Arigital, Tintal. Aber guck mal, Ballbesitz ist Buffalo Gaming 51% und Galaxy Steinfurt 49%. Also es sieht deutlicher aus, als es eigentlich ist. Als es eigentlich ist, ja. Krass, ne? Just da jetzt. Der wird wieder verzögern, schön, und er spielt raus. Aber so kann das einem auch einfach vorkommen. Das ist echt, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es so ist. Ich habe auch gedacht, dass da Buffalo ein bisschen mehr hat. Also aber das Spiel 70-30 wird das, glaube ich, relativ genau berechnen. Aber ich hätte jetzt auch 60-40 oder sowas gedacht. Ja, da wäre ich bei dir gewesen. 60-40. Aber dabei ist okay. Bist du ja schon bei mir. Wie bitte? Dabei bist du doch schon bei mir. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. GZ dafür. Oh. Ja, Ju. Und wie schön. Aber nein. Dann haben sie doch, aber noch mal weiter gespielt. Wie überhaupt pfeift er denn da? Der Ball kam doch vom weißen Spieler oder bin ich jetzt blöd? Nee, er hat mit der. Auf einem Auge blöd. Mit der Hacke weitergegeben. Naja. Aber das ist ein trügerisches Ergebnis, Freunde. 2-1, 78. Und das reicht gut. Ja jetzt. Der ist kurz gut. Mustio bringt ihn nochmal rein, aber gut aufgepasst von Yayu. Kurz vor knapp einfach nochmal so ein Tor setzen, damit es wieder ganz, ganz spannend. Ja, eben. Das ist halt. Also und eigentlich sie drücken gerade ordentlich. Ja, du musst noch einen machen da. Also Steinfurt gerade voll dabei. Sie verlieren den Ball immer wieder, bei oben auch sofort wieder zurück. Jetzt. Der kommt tief rein. Marc Lauscher. Oh, kann weg. Man muss nur noch weghauen. Man muss nur noch weghauen. Krass. Ah, das war eng. Mustio. Ja, sucht eine Anspielstation. Findet sie jetzt da unten. Aber da passt er gut auf, der Bubbles. Aber der ist nicht lang genug geklärt. Golsa wieder. Der, oh, jetzt haben sie die Chance zum Kontern. 5-6 gegen 3, Freunde. Jetzt 6 gegen 3. Unten spielt das Küken. Küken ist ein bisschen am Platz. Spielt wieder rein auf Laumba. Laumba geht hier vorbei. Justa. Der wird weggeblockt. Aber bleibt im Ballbesitz. Aber der Torwart Florian BLN kann das Ding halten. Aber da war auch nicht gut geschossen, muss ich sagen. Auch nicht da war ein bisschen mehr drin, glaube ich. Da war mehr drin, Andi. Aus. Was war denn da so noch mehr drin? 84. Ja, Sahnesoße. Achso. Hast du wieder gespuckt? Ich weiß nicht, ob ich das war. Schön reingeschlotzt. Ich weiß nicht, ob ich das war. Doch, muss ich hinkommen, oder? Um nochmal zu überlegen und zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das war.
85. Freunde, 2-1 Buffalo Gaming hier. Gleich 3 Minuten Nachspielzeit. Steinfurt. Maximal, aber es ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ah, der Elfen immer schön. Gleich weiterköpfen am besten. Jawohl, auf Laumba. Und der so. Ist jetzt am besten bereit, wenn er den Ball mal behält. Erstmal. Die haben ihn echt noch. Oh, Foul. Da wurde es aber gut umgelegt, ja. Kurz anspielen da, Ballbesitz sichern und dann hast du das Spiel gewonnen. So ist das der Hase hier. So sieht das auch mal aus der Ansicht aus. Ja. Ja. Wir müssen den sagen, das nächste Mal, also die Leute, die hier streamen, bitte streamt auf YouTube mit 1080p. Das macht uns und den Zuschauern mehr Spaß. Danke. Boah. Und wie nochmal schön weitergegeben, oder? Jetzt ist nochmal offen da. Da kommt er nochmal ran. Wir sind der 89. Freund. Das hier ist jetzt das letzte Ding. Dennis, aber der Abschluss ist natürlich nichts für Marc Lauscher, lacht schon kaputt und jetzt haben sie Platz. Jetzt kommt vielleicht der finale Konter. Justa, kriegt er die Kisten? Nope. Kriegt er leider nicht durch. Golzer nochmal. Opiodo. Und der ist gut, der ist schön geöffnet auf Mustio. Mustio legt nochmal rein und der Tormann, Freunde, mit der Glanzparade in der Nachspielzeit sichert hier erst nochmal die Punkte. Schade, ne? Krass. Das war eine knappe Soße, Freunde. Nochmal Ecke. Die Jungs drücken jetzt. Da ist er wieder und wieder Marc Lauscher da. Was eine Parade, Freunde. Der Tormann macht jetzt hier das Ding zu. Das war es auch gleichzeitig. 2-1 Buffalo Gaming in dem spannenden Spiel hier gegen Galaxy Steinfurt. Also Da ging es nochmal in der Nachspielzeit richtig zur Sache. Und da hat der Tormann die Punkte festgehalten. Und es sieht jetzt bei uns so aus, ich wechsle hier wieder zurück auf die Webcam, wir wechseln jetzt auch direkt das Spielgeschehen. Und zwar wechseln wir jetzt in einen neuen Stream und schauen uns hier Meerkat United gegen Ambition Esports an. Hier ist das schon los, oder was? In 6 Minuten. Also ich, keine Ahnung, ich guck schon mal in den Stream rein. Ob der schon läuft. Der Stream läuft schon. Aber das scheint noch ein Spiel davor zu sein. Das heißt, ich mache das hier schon mal groß, ne? Wir machen kurz 3 Minuten Pause. So, und wie wir es gerade auch gesagt haben, wie ich es gerade geschrieben habe, wir machen kurz mal 3 Minuten Pause. Wir gehen kurz auf diese andere Webcam. Ich stelle die vielleicht mal kurz ein und komme dann kurz mit dir raus. Und dann geht's direkt weiter mit FIFA. Also dranbleiben. Bis gleich. Went swimming in the ocean, don't know which one it was. I was diving to the bottom, searching for your love. I heard it was a treasure no one has ever seen. You hide inside a locket, buried in the sands beneath. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay tonight, stay tonight. You're 1,000 miles away, but if you come while I'm away, stay tonight, stay tonight, stay tonight, yeah, stay tonight. If you come while I'm away, you stay tonight. Bye.
Saftig, so. Maftig. Da sind wir auch schon wieder. Und die Musik, oh, machen wir auch an, aber wieder deutlich leiser. So war die, glaube ich, eben, ne? Ja. So habt ihr ein bisschen Musik drauf, wie auch. Und wir Musik hören auf die Ohren. Wir hören euch auch. So, ich habe eben dem nächsten Caster alles durchgegeben, wie wir es gerne hätten. Schön tief hinrin. Du hast es jetzt gefressen sozusagen, ne? Aber ist cool. Oh, hier, warte mal. Du hängst hier. Du hängst, nicht ich. Hänger, du. So, das heißt, wir warten jetzt auf das nächste Spiel. Das nächste Spiel, ich muss jetzt immer mal wieder reinlupschen. Ich kann es mir immer noch nicht merken. Und zwar ist das nächste Spiel jetzt nochmal... Mercat United gegen Ambition Esports. Mercat United gegen Ambition Esports. Mercat United hört sich Kannst du dir das merken? Hört sich nach Niederländisch an. Das kann natürlich sein. Bene, wie sieht's denn eigentlich hier? Das ist jetzt FIFA. Das dauert jetzt noch 15 bis 17 Minuten. Wie sieht's denn danach bei dir aus? Wie sieht's denn aus? Frag ich. Ist gut. Ich bin easy Elo unterwegs. Ja? Hast du noch einen Bock ein bisschen auf Red Dead und ich einen Bock ein bisschen auf Battlefield? Wir gehen gleich nochmal online. Ja. Hätte ich schon Bock drauf. Oder du zockst natürlich Battlefield mit. Nö. Nö. Aber wäre auch ganz geil. Also ich muss sagen, Battlefield hat mich geflasht. Ich bin echt sehr gesuchtet danach, ja. Also es kann mal sein, dass ihr Andi jetzt öfter online seht. Ich bin dann nicht da. Man soll das streamen, was einem Spaß macht. Und ich muss sagen, Battlefield... Das ist wirklich geil, das ist echt gut. Echt, ja. Ja, vor allen Dingen, also gestern hatte ich auch Runden meines Lebens. Muss ich sagen, ja. Da war ich... Hast du auch nicht reingehasselt, sagst du? Fett dabei, ja. Muss man ja auch manchmal machen, ne? Ich mach den Chat wieder an, ne? Geil, ja. So, gucken wir kurz, ob da irgendwas war. Nein. Es hat niemand was geschrieben. Ist okay. Ihr dürft aber sehr gerne mit uns schreiben, weil wir sehr gerne mit euch interagieren. Aber kein Zwang. Ja, guck, weil aktuell, man kann schon ganz gut lesen. Und wenn man hier nochmal Einstellungen gemacht hat von einem guten Kameramann. Hier, morgen Arbeit bis 18 Uhr. Das ist, Ja, ich muss bis 17:30, Digga. Mach dir nichts draus. Ich glaube, es geht jetzt hier auch los, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Wir gehen rüber. Das heißt, wir gucken uns jetzt an. Mercat United gegen... Ambition Esports. Oh, Andy Mandy. Andy Mandy. Auch NGL. Auch NGL? Ja. Liga? Einteilungsliga, glaube ich. Also diese, oder nee, Rookie, ich kann es dir gerade genau sagen. King Azzi. Er hat es mir extra geschrieben. Rookie das ist Rookie-Idee. Also frisch okay. Angefangen damit, ist doch völlig fein. Schauen wir mal rein. Und mal. Was sich reimt, ist immer gut. Und danach schauen wir mal so richtig ordentlich in Battlefield und Red Dead rein. Also ich habe ja eben da einen Hund getötet und habe den dann mit dem Messer... Wir sagen es jetzt nicht, aber auf jeden Fall hast du... Oh, wir sind dabei, wir sollten den Ton anmachen vom Spiel. Ton ist an. Da gibt's keinen Ton. Let's go, der Hase. Aber okay. Ist wurscht. Gut, die Jungs dass wir von Maaskantier sind in Weiß unterwegs. Nee, wie? Mercant. Mercant United. Mercant United. Wer hat das denn angefragt? Das muss ich weiß nicht. Ambition Esports. Ah, dann ist Ambition Esports Weiß, Freunde. Und die Jungs von Maaskant ist blau. Und wir haben jetzt den Freddy. Ich weiß nur nicht, warum MU. Ja, vielleicht, weiß ich gar nicht, also vielleicht ist es auch ein Testspiel und wir casten uns jetzt hier einfach ein. Vielleicht. Wir haben 21:30 Uhr, ich gehe davon aus. Ja, ich Luki. Hab die Playstation ja nicht hier, Luisa. Er hat die Playstation nicht hier. Du kannst natürlich meine Playstation. Ja, und kannst du das? Kannst du das so switchen, ja. Dass ich Playstation spiele, während du Xbox spielst? Na klar. Nur hast du halt nicht deine Einstellungen und deine... Dann ist schon blöd, ich hab den Kopf. Aber nee, dann, ja, mal gucken. Wir gucken uns erstmal das Spiel an, aber du kannst ja vielleicht schon mal fragen, was das wichtige Spiel jetzt hier ist. Weil das ich eigentlich gehe ich davon aus. Ich gucke mal. Aber ihr seht auf jeden Fall das Gameplay so. Aber es war auch ein Freundschaftsspiel, also ich gehe davon aus, dass es das jetzt schon ist, weil sonst hätten die was anderes gesucht. Das ist möglich, aber jetzt hier vielleicht schon der erste Konter, Freunde, von Amphibus. Amphibus. Oh, da hat er schön durchgeklickt. Nochmal. Nee, das war eins. Robi auf die. Oh, das war aber Rückpass auf den Tormann. Da muss der mal gut aufpassen jetzt. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach davon aus, dass es das wir Spiel ist. Wir casten aber das Spiel jetzt hier. Richtig. Scheißegal. Feuerwerk. Jetzt gucke ich nochmal. Also. Ach, Magic Reborn. Aber es passt auch nicht auf den Räumen. Mercat United wird wohl rechts sein. Ja.
gegen Ambition Esports und die werden MF sein. Da war ja, ich halt noch aber er hat schon geschrieben, das ist wohl das es Spiel. Es ist das Spiel, okay. Ja, dann ist ja alles cool. Dann sind wir ja hier on fleek, Freunde. Schau mal. Steezy hier bei. Ich frage ihn mal, warum MF? Weil es interessiert mich natürlich. Aber weiter geht es. Den kannst du natürlich nicht so spielen. Jetzt aber hier die Chance für die Jungs von Maßkantje. Nee, mehr Kant. Julius, nein. Aber schön reingehasselt. Ich gehe davon aus, blau ist Ambition. Na dann herzlichen Glückwunsch. Esports, weil das ist der Streamer. Ja, auf Platz recht. Bin ich bei dir. Und ich gucke mal, wie der Stream heißt. Ja. Okay. Dann ist dem so. Dann ist also, ich gehe davon aus. Maßkant ist dann weiß. Buffalo, sehr gerne. Ihr seht es ja nachher bei Twitch. Ihr kriegt es aber auch morgen übermorgen auf YouTube. Also, Ambition jetzt wieder am Ball. Ambition ist blau. Was heißt Ambition, weißt du? Ambition? Ambition? Kann schon sein. Oh, der ist gut. Der ist gut. Der ist ein kommt gut. Quer. Oh, da schießt. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Nicht drin. Ins. Aus. Fireshot. Aber Ecke Mecke. Oh, der Herr mit der Brille ist vom Beruf Türsteher. Kannst du noch verlassen. Welcher Herr mit der Brille? Danke, Arnus Lecker. Ich gehe davon aus, dass du gemeint bist. Warum war ich breiter Bühne? So auf jeden Fall türstehermäßiger gebaut als ich. Auf jeden Fall Maschine, Alter. Hier jetzt schön, Mercat Marcelo United am Ball, aber Ambition kann es sich zurückholen. Hat die Friese da von. Mit dem Bart. Von Rütten. Du hast recht, kann man nicht als Bart bezeichnen, also bist du gemeint. Dann liegst du da zwar falsch, aber ja, könnte ich falsch machen. Warte mal kurz, üb mal kurz. Du kommst nicht dran. Du kommst nicht dran. Schuh scheiße, Hose scheiße, Hemd scheiße, kommst du nicht dran. Du scheiße. Arschlecken, verpiss dich an. Heute Abend ist schlecht für dich. Arschlecken, wenn wir schon wieder beim Thema sind. Heute ne? ist voll. Oh Gott. Sag mir auch nichts dazu. Club ist voll. Okay, dann passt das wieder. Hä? Jetzt schwierig. Ja. Du bist aber auch einer, der. Ja, ist ganz schlimm gerade. Ganz, ganz. Linkinho. Ich hab's auch nicht lesen können. Anfibums, Alter, was für ein Name, ist die, Alter. Wie ist Hannes die Qualität hier eingestellt? Ja, wir haben leider die höchstmögliche Qualität eingestellt. Und da ist das Ui! Oh, ein schöner Schuss hier, aber vorbei. Also ein bisschen jetzt wieder im Ballbesitz. Ja, ist korrekt. Zack, Dixon. Auf King Atze und der auf Jules. Und King Atze ist, glaube ich, auch der ja. streamt. Korrekt. Hier am Ball, lässt sie aber schön ausgespielt. Rechts, Kreuz quer und dann Fehlpass. Mutu. Aber hier Mercant wieder am Ball. Aber das Silva. Mercant doch. Jules legt ihn zu weit vor, bleibt immer beim Besitz. Aber nach hinten wäre gut gewesen. Er kriegt den Freistoß. Aber nach hinten wäre in dem Moment gut gewesen, obwohl ein Freistoß da aus der Position auch nicht schlecht ist. Kannst du aber da reinsahnen, ja. Aber ich habe bei Pro Club ist es tatsächlich so, dass die ja meistens Freistöße nicht direkt schießen. Warum auch immer. Da auch da nicht. Schöner Move, aber der wird einfach nur weggehauen. King Atze, da Silva. Wieder King Atze am Ball und da ist der Ball wieder weg. Linkinho versucht erneut zu klären. Aber die Jungs hier von Embarrassing, oder wie? Ambition. Ambition machen hier gut Druck, also hohe Ballbesitzquote. King Atze jetzt. Oh, schade, da kann man nicht an Hennessy vorbei. Ich muss ja immer wieder sagen, mir gefällt es total, dass man hier diese Linie noch sieht, die der Schiedsrichter. Das ist echt cool gemacht. Linkinho jetzt sehr gut. Auf Don Dizzle. Was schissel mal, Mizzle? Robby auf Solon Kyoto. Und von Marcelo geht der Ball direkt weiter hier auf Shorty. Ja, der zieht nochmal auf, aber Fehlpass Don Dizzle jetzt am Ball. Wie meinst du das denn, mein Gutster? Du kannst uns auch immer deabonnieren oder defollowen, wenn dir das nicht gefällt, was wir machen. Ist kein Problem. Wir werden dich nicht verfolgen. Wir nicht. Dafür haben wir unsere Leute. Konkret, Bruder. Ja, ja, wenn du einmal hier einen Follow-Button gedrückt hast, dann bist genau. du hier quasi gecatcht, Digga. Dann ist hier erstmal Dresd 45 in Kassel Moskau oder wie? Oh, das gibt Elfmeter, Freunde. Oh, oder wie heißt die Truppe? Kassel Moskau, oder? Mr. No Hand ist im Tor. Das ist natürlich schwierig. Oh Gott. Das ist schwierig. Elfmeter jetzt hier. Jetzt muss er, jetzt kann der Keeper hier. Kann beweisen, was Legendary, geht, ne? Legendary werden, aber der macht er ganz geht locker, locker rein. Anfibums. Somit 1:0 für Mercant United. Jetzt wissen wir auch, dass es passt, weil MU, das passt zumindest schon mal. Und das andere heißt einfach nur Magic.
Aber was heißt das F? Ja, das mehr kann Magic FC. Club heißt bei NGL noch so, deswegen. Ah. Sie heißen jetzt Ambition, aber heißen noch Magic, was auch immer. Okay, verstehe bei das. MGL. Ja, Robby hier, folgt die Erklärung, aber nö, nicht weit genug. Linguinho macht hier seinen Namen alle Ehre. Oh. Janik, Jules. Und dann auch das Silber. Das Silber, schöner langer Ball jetzt hier auf King HCX, aber der war am Abseits, Freunde. Und damit ist der Angriff auch schon wieder durch. 3 Minuten werden noch gespielt. Jetzt dann geht es in die Halbzeit. Ha, gefangen in der Welt der Anuse. Hast du Anuse gesagt? Er hat es geschrieben. Das stimmt. Ja, alles gut. Er hat da ein Favorite für, ich mag das. Okay. Ich mag das. Ja, es ist wichtig, dass er aber... Ich mag, also wenn, dann musst du auch mit allem reingehen. Genau. Okay. Du musst auch mit allem reingehen. Er muss das Ding jetzt spielen einfach. Ja? Er muss einfach das Ding jetzt spielen. Ich finde das gut. Er macht es auch gut. Oh, schöne Pässe gewesen. Schade, aber... Oh, Micha. Er hat ihn aber... Wollte er ihn tot treten? Er hat ihn aber auch gefangen. Ich dachte schon... Und wir sind in der Halbzeit. Es ist verwirrend, dass gar kein Ton da ist. Ich habe ihm gesagt, bitte die Musik das Spiel ausmachen, aber Musik, also ist ja... Das Problem ist bei FIFA, das müssen wir immer so als Streamer sagen. FIFA hat ja immer so richtig coole Musik, die hier die ganze Zeit in diesem Spielmenü läuft. Das Problem ist, dass FIFA die nicht so lizenziert hat, dass wenn wir Streamer die Musik bei uns im Stream haben, dass wir das nutzen dürfen, sondern bei uns wird dann einfach der Ton gestummt. Und das zu Recht. Und dann denke ich mir, ey, ihr macht ein Spiel, ihr holt euch die Lizenzen, dass die Musik im Spiel laufen kann. EA. Warum holt euch die Lizenzen, dass es ist Fußball, das wird kommentiert, die auch kein Problem haben. Weil du musst jedem Streamer mal sagen, mach bitte die Musik in Dings aus, ansonsten wird bei uns auch zur Not einfach mal eine Stunde gesperrt, weil die einfach sagen, oh, Safety First, boom, gemutet. Geil. Da ist doch gut, hatten wir zum Beispiel in Magdeburg. Ja. Das war auch geil. Da war dann nicht EA dran schuld. Aber das war geil. Einfach mal bumm, alles gestummt. Wow. Haben sie schon wieder gemacht? Nee. Aber gefoult hat er, aber. Das war nicht im. Nee, aber ja. Ah, ne, anders. Ja. Ich hab's. Seitenwechsel. Bitte nicht in dieser Welt. Ja, die Luisa. Andere Sprache da gewöhnt. Also, ja. Herr Anus Lecker. Da muss man auch mal. Ja, du musst es dann. Muss man auch mal ein bisschen Cortinors bewahren, möchte ich sagen. Ja? Cortinors, meinst du? Wir sind hier nicht nur rein unter Männern, Freunde, sondern wir haben hier auch ein paar süße Mäuse bei. Und die wollen natürlich jetzt hier anspruchsvolle und Unterhaltung. Nicht hier so dreckig und dirty shit. Genau, und Bede, muss man sagen, ist auch ziemlich zart beseitet. Auch ja. der braucht es auch anders. Ja, ist korrekt. So ganz viel Liebe und einfühlsam und alles. Und genau. Ja, wenn man so ganz zickig ist, dann bin ich immer traurig. Das verunsichert mich, dann bin ich traurig und dann muss ich weinen. Dann bin ich zu Hause. Ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Muss dann an Arno so denken. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich die ganze, wir sollten damit mal aufhören, weil die ganzen anderen Leute denken sich nur, okay. Die spinnen, ja. Ja. Ja, wir sollten mal damit aufhören. So, gestrichen. Fragio. Hier sehen wir vielleicht ins zweite Tor. Hat aber hier Hände und kann sehen wir nicht. Mehrkant aktuell mit mehr Möglichkeiten. Aber ansonsten von der Spielweise her, die ganze Zeit, beide Seiten lupschen sich die ganze Zeit hier die Bälle ab. Da. Ja, aber ich muss sagen, dass die Jungs von Ambition. Deutsch schaffst du es nicht mehr. Nee. Spiel es gleich rum. Alles gut. Sorry. Die kommen halt nicht ins letzte Drittel rein. Zumindest mal nicht gefährlich. Genau. Und da müssen sie aber irgendwie hin, weil sie liegen einfach hinten. Amerkant hatte bisher auch erst 2 oder 3 Torchancen. Ja, aber... Eine halt davon auch versenkt. Elfmeter, Schneeter. Happy Accidents ist gerade der Name des Lieds. Ambition sagt schon, mehr kann wieder am Ball. Don Diesel. Don Diesel, Mann. Aber schon wieder abgeluchst. So, wie. Ja, genau, jetzt ist da eigentlich, aber vorne halt. Ja, ist alles kein freier Ball. Ich hätte lieber nach rechts oder nach hinten gespielt. Also nach oben oder nach hinten. Musst du noch mal. Aber das ist gar nicht so einfach, Freunde, wenn man das so sieht. 11 gegen 11, da muss langsam der Laufweg stimmen, da muss der Pass zur rechten Zeit kommen, da muss die Abstimmung stimmen. Ich habe mal selbst, durfte ich mal mitspielen hier bei den New Diamond Esports, bei NGL Liga 1. Wir haben sogar dein Spielgeld sogar erhalten.
Ja, ich habe Torpreme bekommen. 3 Tore gemacht in einem Turnier mit den Jungs. Also, ja, 3x5 Euro kassiert. Das war ganz geil. Vielen Dank daran nochmal an New Diamonds. New Diamonds, wir haben auch echt wieder Bock, eure Spiele zu kommentieren. Wir haben ja jetzt hier alles soweit vorbereitet. Hier wird zwar noch ein bisschen gebastelt, aber wir sind hier online und wollen euch auch wieder kommentieren. Ein bisschen jetzt am Ball mit der Chance vielleicht vorne mal. Aber es ist wieder so viel zugestellt. Und pass mal auf, da ist halt kaum ein Spieler in der Verteidigung. Und hätte jetzt Merkant den Ball bekommen, hätte es ganz schwer ausgesehen. Ja, sie müssen jetzt da gucken. Entschuldigung. Sie müssen da gucken, dass sie jetzt nochmal einen gescheiten Angriff aufziehen. Der kann ja auch eher ruhig sein. Du kannst ja auch erstmal hinten rumspielen, einfach ein bisschen Platz machen. Ja, das Spielfeld nutzen komplett und nicht immer da in die Menge rein. Ja, so zum Beispiel. Mal geöffnet und jetzt mal geguckt. Dann direkt schön nach vorne gegeben. Ja, aber der ist auch eigentlich. Aber es sind zwei da und einer in der Mitte. Jetzt vielleicht! Jetzt. Aber auch nur jetzt nochmal. Jules! Da ist das Ding! 1-1! Er drückt ihn drüber, Freunde! Jules! Der ist aber abgefälscht gewesen, oder? Das hätte ich jetzt gern gesehen. Schade, weil er sah aus, als hätte er nochmal einen Bogen gemacht, als hätten sie ein Eigentor gemacht, abgefälscht selber. Aber 1-1, das Spiel ist wieder spannend. Ja. Mr. No Hand macht's mit den Füßen. Muss er ja. Muss er ja. Muss er ja. Kurz hier auf Robby. Der spielt ihn schön lang hinten rein. Der könnte noch was werden hier. King Atze! Der wird abgelaufen. Der wird abgelaufen von Liquinho. Ja, der Brasilianer da. Da Silva. Auch in Brasi. King Atze verliert wieder den Ball gegen Liquinho. Also Liquinho, zweikampfstarke Kollege. Ob Steezy, Steezy auf Don Dizzle. Der sollte da rein an Fimbiums. Da kommt wohl nicht an. Da, aber wie schnell hast du gesehen, wie schnell er gelaufen ist? Der Tormann hat no hands. Hast du gesehen, wie schnell er gelaufen ist? Also, da muss man wirklich aufpassen. Jetzt aber. Jules. In den Raum. King Atze. Ist er schnell genug? Kann er sich durchsetzen da? Nein. Stegerbursch. Hennessy. Zu zweit schaffen sie es da, die Kiste sich zurückzuholen. 1-1. Mal gucken, ob wir da noch einen Sieger sehen. Jules. Hat das 1-1 gemacht. Der hat auf jeden Fall jetzt hier gute Laune. Stefanio rüber auf Freddy. Freddy zögert nochmal durch. Merkant aber hier einfach mehr am Ball. Wirklich. Die machen das richtig gut. Ja, aber es ist halt viel Mittelfeldgeplänkel. Ja? Also im letzten Drittel jeweils passiert nicht viel. Und den hat auch der Keeper nochmal. Ja. Fehlpass jetzt. Der ist im Abseits, oder? Nee, doch. Na, sie kommen da nicht. Das ist auch alles immer zugestellt. Das muss man halt sagen. Es ist schwierig für die Jungs hier. Von Ambition. Ja, danke. Danke, Merkel. Jetzt vielleicht. Opa! Da muss der Goalie hin, aber der ist, kam ja ganz komisch hingeknuddelt. Ah, da wird eng, 86. Freunde, also da ist nicht mehr viel. Jetzt vielleicht, na, da kriegt er den Ball nicht gespielt in die Tiefe rein. Da es ja auch unentschieden gibt, wird hier auch nicht weitergespielt, ne? Ne, kann eine Punkteteilung schon. Oh, da war ganz, ganz wichtig, dass er da den Fuß dran kriegt, Freunde. Weil sonst hätte sie wahrscheinlich gleich geklingelt. Aber unentschieden gibt es zumindest mal Punkte. Ich drück mal hier hinten kurz. Wenn du Bescheid weißt, einfach mal gedrückt. Ja, 90. Freunde, ich denke mal, das Ding, ich weiß nicht. Geht unentschieden aus, gleich, ne? Aber der, also, wenn sich in 2-3 Minuten Nachspielzeit da nochmal richtig reinkloppen, wissen wir, wie viel Nachspiel wird, noch nicht. Oh, der liegt immer quer! Der liegt immer quer, aber er kriegt den Abschluss nicht hin. Da haben sie 3 Minuten wird nachgespielt. Und jetzt kommt der tiefe Ball, aber der ist zu lang. Oder? Bleibt der Tormann drin? Nein, der kommt raus und holt die Kiste. Ja, gut, wichtig. Wichtig da. Time muss er. Tormann. Und er kloppt ihn aber auch nochmal mega nach vorne. Und oh, sein Vollzieher, er kommt noch rein, aber er ist abseits.
Aber damit das Verteidiger hingeht, bleibt der Ball jetzt warm, Freunde. Jetzt kommt der King Atze. King Atze, jetzt ist die Chance. Er geht schön vorbei. Flanke. Oh, schade. Der Verteidiger kommt im Kopf nochmal. Schade. Das war knapp, Freunde. Das wäre es jetzt noch gewesen, aber es und geht das war's. 1:1 aus. Ich habe darum gebeten, die Spiele, die Tore nochmal zu zeigen. Mal sehen, ob es auch passiert. Schade. Ich glaube, es da kann es, glaube ich, nicht mehr passieren, ne? Weiß ich nicht, ich glaube, nachhinein. Aber ich glaube, wir gehen einfach auf die Webcam. Ich glaube nicht mehr, dass hier noch angezeigt wird. Schade. Also wir müssen das, glaube ich, mal einfach als fixen Punkt reinmachen. Ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Man muss nochmal die Tore sehen. Das wäre nämlich schön gewesen, weil das waren zwei schöne Tore. So, für uns ist heute... Mach das doch nochmal? Nein. Für uns ist heute mit FIFA erstmal vorbei. Aber... Wenn ihr jetzt dran bleibt, wir brauchen noch so 5 bis 7 Minuten, wir bauen kurz um. Dann gibt es wieder auf 2 Konsolen 2 Games. Bene wird jetzt erstmal Red Dead Redemption spielen. Ich werde Battlefield 5 spielen. Ihr werdet beides in einem Stream sehen, das ist ganz lustig. Ihr aber habt wieder Musik in unsere Stimme. Dummes Gebabbel, ja. Aber es ist trotzdem lustig. Seid mit am Start, stellt uns Fragen, macht mit uns Spaß. Ja. Wir freuen uns drauf, weil vor wir haben nämlich mega Bock auf die Games. Ist auch echt witzig, ne? Weil auf wir machen Fall. Halt verrückte Dinge. Also du zerlegst Gegner, verrückte Dinge und ich zerleg Tiere. Tiere und auch Gegner. Ja. Deswegen sehen wir uns in 5 bis 7 Minuten, hoffe ich. Bleibt einfach dran. Wir müssen nur kurz den Stream ausmachen, weil wir an die andere Software müssen, alles umstecken müssen. Bis gleich.